Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich lade Sie, möchte Sie heute herzlich begrüßen zu unserer Diskussion zum Thema die Schule im Dorf lassen, die Zukunft der Bildung im ländlichen Raum und Ihnen zunächst mal meine Diskussionspartnerinnen und Partner vorstellen. Zu meiner Rechten Uta Erze-Grave, die der Demografiekommission, um deren Empfehlungen es heute in großen Teilen und im Wesentlichen gehen wird, der vorgesessen hat, die zuvor lange Jahre politisch tätig war, auch als Lehrerin tätig war, im Land Schleswig-Holstein, was bevölkerungstechnisch etwas dichter besiedelt ist als Brandenburg, aber dennoch auch zu den eher in der Hinsicht vergleichbaren Regionen in Deutschland zählen dürfte. Bildungsministerin war sie von 1998 bis 2009 und ist jetzt, wenn ich das so verstehe, Moderatorin des Netzwerks Bildung der Friedrich-Ebert-Stiftung und zahlreichen anderen Gremien, beispielsweise im Expertenkreis inklusive Bildung der deutschen UNESCO-Kommission. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Frau Erze-Grave quasi von der politischen Bühne als aktiv Betreibende sozusagen gegangen ist, oder gegangen wurde, wenn ich die Details müssen Sie ausführen, die kenne ich nicht, ist Marie-Louise von Haarlem sozusagen in den Landtag in Brandenburg gewählt worden. Sie war aber auch davor bereits politisch aktiv im Landtag. Sie war für die Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen in der Demografiekommission und hat an den Empfehlungen, die heute vorliegen und für die ich schon mal ein herzliches Dankeschön sagen will, mitgearbeitet. Sie hat Germanistik und Slawistik studiert und Skandinavistik und in diesem Kontext auch eine Zeit in Reykjavik verbracht. Auch da ist, glaube ich, die Bevölkerungsdichte ganz, ganz weit unter der von Brandenburg. Also wir haben, was die demografischen Situationen von Flächenländern angeht, hier zwei veritable Expertinnen sitzen. Genau, und sie ist Sprecherin, Kursprecherin der BAG Bildung, der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung von Bündnis 90 Die Grünen. Neben Frau von Haarlem sitzt Wolfgang Seelbach, den wir heute auf dem Podium haben als, ich sage jetzt mal so salopp, Vertreter der Eltern. Er ist seit 2003 in verschiedenen Funktionen in diesem Bereich tätig. Elternsprecher, Schulelternsprecher, Elternkreiselternrat und einige andere. Seit 2009 ist er stellvertretendes Mitglied im Landesrat der Eltern und seit 2011 dort Sprecher. Er ist außerdem in der Landesarbeitsgemeinschaft Brandenburg im Bereich Bildung und arbeitet als Berufsschullehrer. Ja, das ist sozusagen, damit Sie einen kleinen Einblick haben, die Kompetenz hier auf dem Podium. Und ich würde gerne mal einfach in das Thema einsteigen, Frau Erze-Grave, mit der Frage sozusagen, worum es eigentlich ging. Also was war die Problemstellung, mit der das Land Brandenburg sich an Sie gewandt hat und die zu diesen Empfehlungen, die uns heute vorliegen oder seit einer Woche verabschiedet sind, führen? Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich muss vielleicht noch sagen, also ich wurde nicht gegangen aus diesem Amt wegen irgendwelcher Krisen und Versagen oder dergleichen, sondern weil die Große Koalition in Schleswig-Holstein ziemlich abrupt geplatzt ist. So, aber seitdem lebe ich ein ganzes Stück freier und kann die Dinge machen, die wirklich mir Freude machen und die ich mir auch selber aussuchen kann. Ja, vielleicht muss man vorweg sagen, dass ja der demografische Wandel ein Thema ist, das im Grunde alle Politikbereiche derzeit durchzieht und betrifft. Also das geht von der Sicherung der Sozialsysteme über die Gesundheitsversorgung, die Rentenfragen bis hin zur Frage der Fachkräfte. Und hier nähern wir uns schon dem Bildungsbereich. Und im Bildungsbereich, also sprich in der Versorgung mit wohnortnahem Schulangebot, stellt sich diese Frage ja vielleicht in aller Dramatik. Und sie stellt sich im Grunde in allen Bundesländern in unterschiedlicher Ausprägung, natürlich stärker in den ländlichen Räumen als in den Städten. Sie stellt sich im Osten Deutschlands stärker als im Westen. Aber auch im Westen Deutschlands gibt es Regionen, die mit den im weiteren Metropolenraum hier in Brandenburg durchaus vergleichbar sind.
Trotzdem, diese Dramatik, muss ich sagen, als ich gefragt wurde, ob ich das hier übernehmen will in Potsdam, diese Kommission leiten, und das hat mich von Anfang an gereizt, aber diese Dramatik war mir so nicht bewusst. Also in Schleswig-Holstein sind schon die Eltern nervös in Dithmarschen oder in Ostholstein, also Richtung Fehmarn, was mit ihren kleinen Schulen wird, obwohl da in Schleswig-Holstein die Schülerzahlen, die Einschulungszahlen im vergleichbaren Zeitraum um 20-25% zurückgehen. Und hier reden wir, und damit nenne ich die erste Zahl aus dem Bericht, in dem Zeitraum ab 2017, wo es runtergeht mit den Einschulungen bis 2030, um rund 50%. Wenn ich sage rund, dann heißt das also, alles, was nach 2020 ist, ist eben nur begrenzt prognostizierbar. Also die Kinder bis dahin, die, von denen weiß man ja, dass sie schon geboren sind. Aber das sind statistische Berechnungen, aber die sind, glaube ich, in der Tendenz nicht zu bezweifeln. Das liegt einfach an der Einwohnerentwicklung. Ungefähr muss ich auch sagen, weil natürlich in den unterschiedlichen Teilen dieses Metropolenraums auch wieder noch Unterschiede sind. Das hat in der Kommission eine große Rolle gespielt. Die Vertreter der kommunalen Seite, also des Städte- und Gemeindebundes, Gemeindebundes und des Landkreistages, hatten da durchaus immer wieder Einwände, dass man alles so über einen Kamm schert. Dann hieß es, ja, es kommen aber Zuzüge aus Polen und es ist Rückzug sozusagen an den alten Standort aus dem Westen zu beobachten. Also da herrscht ein großer oder vielleicht ein Prinzip Hoffnung, muss man sagen, dass die Entwicklung vielleicht doch nicht so dramatisch eintritt. Aber davon ging die Landesregierung aus, dass diese Entwicklung so kommt. Und weil man ja in Brandenburg schon nach dem ersten Geburtenknick, also nach der Wende, gesehen hat, was passiert ist, dass man von über 600 Schulen 200 hat schließen müssen im Laufe der Jahre, ja. Wollte man diese Entwicklung, die dann ab 2017 eintreten wird, sehr vorausschauend betrachten. Und der Auftrag an die Kommission hieß dann, ein möglichst wohnortnahes Schulangebot, Grundschulangebot zu erhalten, Vorschläge dafür zu machen, wie das gelingen kann, bei gleichzeitiger Beachtung natürlich von Qualitätsmaßstäben, von Wirtschaftlichkeit. Wir mussten also auch die Landesfinanzen natürlich mit berücksichtigen, Nachhaltigkeit und so weiter. Das war der Auftrag. Das hat das Kabinett beschlossen, also auch sozusagen ohne, dass das nun mit irgendwem vorher besprochen wurde. Das war also ein klarer Regierungsauftrag. Auch die Zusammensetzung der Kommission war ein Kabinettsbeschluss. Es gab ja zu Anfang, rede ich jetzt zu lange, weil Sie schon, es gab zu Anfang einige Irritationen auf Seiten der freien Schulen. Das hat sich dann auch noch in die Kommission hinein fortgesetzt, weil der Wunsch seitens der freien Schulen bestand, beteiligt zu werden. Aber das Kabinett hatte anders beschlossen, mit der Begründung, auch für mich nachvollziehbar, es geht hier nicht um die Frage sozusagen freie Schulen, ja oder nein, sondern es geht um den öffentlichen Auftrag. Und den öffentlichen Auftrag, das sagt das Grundgesetz, sagt die Landesverfassung, den muss der Staat, das Land erfüllen. Was nicht heißt, und so steht es ja am Ende auch in der Empfehlung, dass stärker zusammengearbeitet werden soll. Und dafür gibt es ja auch schon gute Beispiele. Ja, das war der Auftrag, die Zusammensetzung der Kommission. Soll ich das noch erzählen? Ist vielleicht nicht ganz unwichtig, also für die, die es nicht verfolgt haben. Es waren rund 20 Personen. Ich weiß gar nicht ganz genau, Herr Büttner. Herr Büttner ist der Geschäftsführer der Kommission gewesen, aus dem Ministerium in Brandenburg. Und der hilft mir, wenn ich manche Zahl oder Dinge, die sich speziell sozusagen auf die Brandenburger Verhältnisse beziehen und die ich so genau natürlich nicht kenne, beistehen muss. 19, okay, und dann stimmt das ja mit ungefähr 20. Und die Zusammensetzung war bewusst sozusagen politisch und von allen Beteiligten, was also das Schulwesen in Brandenburg angeht, ausgewogen. Also Elternvertretung, Vertretung der Lehrer, die kommunale Seite, die Fraktionen, Klammer auf, der Vertreter der FDP-Fraktion ist nicht ein einziges Mal erschienen in dieser Kommission, hat aber nachher gesagt, er habe das Ganze boykottiert.
also wegen der freien Schulen, hat sich aber immer entschuldigt, also dass wir eigentlich gar nicht wussten, warum ist der nicht da, so Klammer zu, aber alle anderen Vertreter waren beteiligt. Ja, und dann haben wir einen Arbeitsplan gemacht und den haben wir mehrfach umgeworfen, weil doch die ganze erste Hälfte der Kommissionsarbeit so stark bestimmt war von, ja, sozusagen dem zur Erkenntnis nehmen all der zugrunde liegenden Fakten. Also wie sieht die Bevölkerungsentwicklung aus? Wie stellt sich die Schülerzahlenentwicklung dar in den einzelnen Gebieten? Welcher Lehrkräftebedarf ist da? Welche Erfahrungen haben wir mit den kleinen Schulen in Brandenburg? Also die Analyse der Verhältnisse, das haben wir unglaublich gründlich gemacht und das war dann eine gute Basis für die weitere Arbeit. Und ja, insgesamt haben wir nicht 8 bis 10 Sitzungen gebraucht, sondern 12 und gut Ding will halt Weile haben. Dass man dem Analyseteil der den Empfehlungen des Berichts ja sozusagen vorweg geht, sieht man auch an, aus meiner Sicht sozusagen als Unbeteiligter, dass da sehr viele Daten erstmal zusammengetragen wurden, um sich eine Vergewisserung der Ausgangslage sozusagen zu verschaffen, auf der man dann überhaupt zu Empfehlungen kommen kann. Und das wäre vielleicht auch ein Punkt, den ich jetzt Marie-Luise von Haarlem kurz fragen wollen würde. Eine Zahl, die mir aufgefallen ist, weil sie so deutlich ist, ist beispielsweise der Geburtenrückgang. Zu Ende der DDR-Zeiten war er noch bei 36.000 Geburten in Brandenburg im Jahr und 3-4 Jahre nach der Wende erreichte das einen Tiefstand von nur noch 12.400, also auf ein Drittel sozusagen abgesackt. Das hat sich dann in den 90er Jahren etwas leichter gesteigert und auf so einem Niveau von 19.000 Geburten. Aber die Prognose, Frau Etzigraber hatte das ja erwähnt, für 2030 ist, dass sich dieser Wert so wieder eher abschwächen wird auf 10.000 Geburten. Wenn man das gegenüber den 36.000 sieht, sieht man, wie eklatant sozusagen der Rückgang an dieser Seite ist. Und meine Frage wäre, wir haben ja schon erwähnt, dass die regionalen Verhältnisse doch sehr unterschiedlich sind. Das heißt, selbst wenn man das Berliner Umland zusammennimmt und die weiter entlegenen Regionen, dass es da auch selbst sehr unterschiedliche Entwicklungen gibt. Und wie hat sich die Kommission dieser Lage sozusagen angenommen und wie spiegelt sich das in Empfehlungen auch wieder? Also, ja, ich sage auch erstmal guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Vorneweg, auch wenn wir jetzt schon so in medias res sind, ich glaube, dass der Unterschied in der Bevölkerungsentwicklung im Berliner Umland und in diesen weiter entfernten Regionen, dass der so riesig ist und ich habe es auch so wahrgenommen, dass die Vertreter, die aus diesen Regionen in der Kommission beteiligt waren oder die da auch referiert haben, dass die doch ein eher positives Bild gezeichnet haben, aber die ganze Diskussion um Schulschließungen in Brandenburg. Und das ist ja jetzt, wir reden ja jetzt von tatsächlich einer neuen Welle von Schulschließungen. Die nehme ich eigentlich als sehr viel aufgeladener und gar nicht positiv wahr, sondern eben getragen von eigentlich ziemlich schwerwiegenden Existenzängsten. Da leben Menschen in ländlichen Regionen. Eine Welle Schulschließung hat es ja Ende der 90er Jahre schon gegeben, eine erhebliche Welle. Das sind Regionen, die eben auch von dem demografischen Wandel auf allen Ebenen betroffen sind, gepaart auch mit einer relativ hohen Arbeitslosigkeit. Und diese Diskussion ist, glaube ich, das ist sehr wichtig und das ist sehr, das ist mit sehr viel Ängsten auch tatsächlich und Befürchtungen behaftet in Brandenburg. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man sich ja immer die Frage stellen muss, natürlich, wenn wir Schulen erhalten wollen, und ich glaube, das steht so oben drüber. Das ist der Anspruch, den wir alle stellen, den auch das Land stellt, nicht wieder so eine Schulschließungswelle. Dann bedeutet das aber ja gleichzeitig, dass die Berlin-nahen Gebiete, die nämlich sich auszeichnen durch einen relativ großen Bevölkerungszuwachs, in Potsdam müssen Schulen gebaut werden, in dem Umland um Berlin rum wird klagen die Eltern über zu große Klassen. Und wir wissen auch, dass natürlich der Erhalt von kleinen Schulen auf dem Land, wo nur sehr wenig Schüler sind, immer auch zu Lasten derer geht, die in den Berlin näheren Gebieten sind. Das heißt, dieses Spannungsfeld, das ist auch was, worüber wir reden müssen, dessen wir uns bewusst sein müssen. Und das haben wir in der Kommission sehr wohl auch mitdiskutiert. Und darüber hinaus
Also das ist eine Frage von Finanzen, es ist auch eine Frage von Qualität. Wie schafft man es, Qualität zu erhalten? Kann man überhaupt, gerade in der 5., 6. Klasse, kann man Fachunterricht in kleinen Schulen überhaupt adäquat halten? Ist es nicht schon allein wegen der Qualität des Unterrichts dann auch geboten, die Schulen nicht zu klein werden zu lassen? Die Frage von Schulwegen spielt damit rein und die Frage eben von Selbstverständnis vor Ort. Was macht das eigentlich mit einem Ort, wenn die letzte Schule vor Ort von der Schließung bedroht sind? Ja. Wie haben Sie sich denn dieser Frage genähert? Ich will dieses Problem sozusagen der Spannungsfelder, hatten Sie gesagt, mal aufgreifen. Das sind ja sozusagen, zum Teil sind es graduelle Fragen, aber zum Teil ist es ja auch eher das eine, eher diametral dem anderen gegenübersteht. Also welche Größe eine Schule haben muss, um eine gewisse Qualität auch verlässlich sicherzustellen, die reibt sich sozusagen mit der Entwicklung der Demografie. Daran angekoppelt ist sozusagen die Frage, wie klein darf eine Schule sein, wie klein kann eine Schule sein, um noch eine gute Schule sein zu können. Daran angekoppelt ist die Frage der Fahrwege, wie diese Schule sozusagen aufgesucht werden kann und soll. Und das spiegelt sich ja auch in den Empfehlungen sozusagen wieder, wo Sie ja, so habe ich Sie gelesen und verstanden, quasi für diese Situation versucht haben, Mittelwege zu beschreiben, wo sozusagen nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch irgendwo auch in einem gemessenen Maße sozusagen begangen werden kann. Vielleicht wollen Sie das mal ausführen, wie die Empfehlungen in der Hinsicht gestaltet sind. Also das Stichwort Filialschulen und Schulgröße, wo da die Überlegungen der Kommission hingehen und worauf sie sich da letztlich geeinigt haben oder wo auch noch Uneinigkeiten bestanden. Ja, es gab in der Tat ja die Vorgabe, sozusagen ein möglichst wohnortnahes Netz von Grundschulen zu erhalten. Und das zu verbinden mit der Frage der Qualität, der Erreichbarkeit und dazu noch dem Wert für die Gemeinde und, ich sag mal, der Wirtschaftlichkeit, der Bezahlbarkeit. Also eigentlich sowas wie ein gordischer Knoten, muss man sagen. Das geht nicht so leicht alles auf einmal. Aber man konnte ja in Brandenburg aus Erfahrung ein bisschen lernen. Aus Erfahrung zum Beispiel mit dem Modell der kleinen Grundschule. Das ist ja sozusagen auch aus der damaligen Not geboren, dass man sagte, also man muss aufpassen, dass nicht der ländliche Raum völlig ausdünnt. Man hat dieses Modell da genehmigt, wo kein anderer Kannst du das kurz beschreiben, was die kleine Grundschule ist? Ja, die kleine Grundschule ist also eine Schule, die unter die Mindestgröße von 90 rutschen darf. Die hat jahrgangsgemischte Klassen. Die Mindestgröße dafür ist 45, also drei, Sie müssen sich vorstellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in jeweils jahrgangsgemischten Klassen mit einer entsprechend guten Lehrerausstattung. Das war zunächst ja ein Modellversuch, davon gibt es heute noch 20. Und die anderen, die es mal gab, die sind eben, weil sie unter diese Grenze gerutscht sind, dann eingegangen. Aber damit konnte man Erfahrungen sammeln, also sowohl mit jahrgangsgemischtem Unterricht, und diese Erfahrungen sind jetzt auch nochmal rekapituliert worden, auch Nachfragen gemacht worden bei den Schulen. Und schon da hat sich herausgestellt oder gezeigt, unter welchen schwierigen Bedingungen dort auch zum Teil gearbeitet wird. Man hat natürlich untersucht, haben diese Kinder die gleichen Chancen etwa beim Übergang in die weiterführenden Schulen? Antwort ja. Wie kamen die eigentlich mit dem Fachunterricht klar an diesen kleinen Schulen? Da weiß man schon ein bisschen weniger, weil also die Testverfahren sich immer nur auf die Hauptfächer, auf Deutsch und Mathematik beziehen. Ich weiß nicht, auf Englisch auch noch? Ja. Aber was ist eigentlich im naturwissenschaftlichen Unterricht und in den anderen Fächern? Das kann nicht überall natürlich von Fachlehrkräften erteilt werden. Weil die einfach an den kleinen Schulen nicht da sein können. Und die Frage der Organisation dieser Schulen ist eine schwierige. Wenn da zwei Lehrkräfte ausfallen, und das hat es natürlich öfter gegeben, dann bricht im Grunde der Unterricht zusammen. Und diese Erfahrung haben wir einfließen lassen in unsere Arbeit. Und wir haben nicht gleich uns auf Modelle festgelegt, sondern wir haben erstmal eine Reihe von Kriterien erarbeitet, die wir anlegen wollen. Und das ist jetzt keine Prioritätenliste, die ich sage, aber
es ging los mit der Frage der pädagogischen Qualität. Wir hatten ja auch Wissenschaftler und Praktikerinnen und Praktiker in der Runde, die darüber viel sagen können. Und die Frage der Qualität heißt eben zum einen die Frage der pädagogischen Qualität. Was kann an eigentlich einer ganz kleinen Schule an pädagogischem Austausch da sein zwischen den Lehrkräften? Die Anforderung daran, also Fachkonferenzen abzuhalten, Schulentwicklung zu betreiben, Inklusion zu organisieren, die sind heute ein bisschen anders als in den 50er Jahren noch, wo wir so diese Idylle der kleinen Dorfschule vor Augen haben. Und das ist eben in diesen ganz kleinen Kollegien nur begrenzt möglich. Zweite Frage, kann der Fachunterricht gesichert werden? Und da muss man eindeutig sagen, nein, das kann man nicht überall garantieren. Und das ist sozusagen die pädagogische Seite. Die zweite Frage ist, was ist Kindern eigentlich zumutbar? Also wie weit sollen die fahren müssen? Wie sind da die Erfahrungen, die man hat? Das ist eine schwierige Frage, weil es da keine Festlegungen gibt, in keinem Gesetz, in keiner Verordnung. Da gibt es nur das eine oder andere Gerichtsurteil. Und da finde ich auch, also das, was in diesem Verfassungsgerichtsurteil in Sachsen, glaube ich, gesagt wird, also bis zu einer Stunde ist zumutbar für Erstklässler, das ist schon heftig, nicht? Also das war eher so ein Beispiel, an dem wir uns nicht orientieren wollten. Ja, und dann die Frage, was bedeutet das für die Gemeinden? Das hat Frau von Halem schon dargestellt, das muss ich nicht wiederholen. Das ist, das musste auch nicht nur immer vom Gemeindetag so heftig betont werden, das haben schon auch die meisten eingesehen. Also, dass wenn keine Schule mehr da ist, dann ist auch meistens kein Arzt mehr im Ort, dann ist auch kein Laden mehr da, also dann kann man doch eigentlich nur noch wegziehen, wenn man da nicht sowieso schon über das Rentenalter ist. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wie bezahlbar bleibt das Ganze? Also kleine Systeme sind teuer, sie müssen gesondert ausgestattet werden und das hat natürlich auch Grenzen. So, und an diesen pädagogischen und anderen Kriterien haben wir dann die Vorschläge, die dann kamen und die wir entwickelt haben, gemessen. Und die soll ich jetzt nicht auch gleich noch darstellen, ne? Da kommen wir noch dazu. Ich würde gerne mal kurz Herrn Seebach zwischendurch fragen. Sie hatten ja schon ganz wichtige Stichworte gerade genannt, sozusagen Kriterien, die bei der Arbeit eine Rolle gespielt haben, die pädagogische Qualität der Schule, die Fahrwege, der kollegiale Austausch, die Lehrerversorgung und wollte da sozusagen, das ist ja schließlich ein Abwägungsprozess, den man da auch treffen muss, auf dem dann eben Ideen, die man dann als Empfehlung weiterverfolgt oder eben artikuliert beruhen, wie sozusagen die Sicht der Eltern, ob es da eine spezifische Sicht gibt, die sich möglicherweise auch unterscheidet oder welche Gewichtung da vorgenommen wird, abgesehen von der Frage, die glaube ich die Grundsatzfrage, das wurde ja auch schon öfters gesagt, dass eine Schule für das Sozialgefüge eines Ortes ganz zentral ist und das natürlich wahrscheinlich auch von den Eltern so gesehen wird. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Elternschaft ist keine Partei, kein Verein, keine Organisation, sondern Elternschaft ist eigentlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Erstmal. Das sollte man im Hinterkopf haben. Wenn Sie mit Eltern reden, die auf dem Land leben, bestätigt sich das genau, was Sie schon sagten. Da stehen die Ängste im Vordergrund, abgehängt zu werden. Das wird dann sehr emotional. Und wenn Sie mit Eltern aus dem Speckgürtel reden, die haben ganz andere Probleme. Das sind 30 Schüler in der Grundschulklasse, herrscht Unruhe und individuelle Förderung ist an dem Punkt praktisch nicht umsetzbar. Was die Eltern aber eint bei aller Heterogenität, das ist, dass ihr Kind einzigartig ist. Das ist die Sorge um ihr Kind, das ist die Liebe zu ihrem Kind. Deswegen ist auch die Erwartungshaltung an die Schule, dass dort eine individuelle Förderung stattfindet. Das ist das Gemeinsame, was eigentlich die Elternschaft verbindet. Und wir haben ja eben in dem Film gesehen, wie das in so einer Landschule stattfinden kann. Und spontan ist dann auch erstmal die Reaktion natürlich. Warum soll man die Schulen schließen? Es geht doch auch so, wie wir eben im Film gesehen haben. Im Landeselternrat haben wir das Ganze dann allerdings auch ein bisschen mehr hinterfragt und auch mit Bildungswissenschaftlern und Bildungsexperten diskutiert. Und dann ist die Einsicht schon da. Ja, natürlich, fachbezogen soll mein Kind auch optimal gefördert werden. Und nach einer Diskussion sind wir dann doch dazu gekommen, dass diese Filiallösung auch vom Landeselternrat jetzt als Vertreter
der Elterngremien der Favorit ist. Wobei wir dann allerdings, da kommen wir vielleicht später auch noch dann drauf zu, dann auch eine stärkere Forderung auch an die Politik haben, da mal über den Tellerrand zu gucken und auch mal über Kreise und so weiter hinweg Schulverbünde zu schaffen. Da sind wir dann etwas fordernder als das, wo von den Parteien ausgesehen wird. Ja, mit Filiallösung und Schulverbünde sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Stichworte schon gefallen, die aber noch etwas erklärungsbedürftig sind sozusagen. Ich würde einfach mal Sie beide angucken als Kommissionsmitglieder, dort so einige Worte zu sagen. Und da sind wir quasi schon auch in dem engeren Empfehlungskontext, was die Kommission als sinnvolle Wege erachtet hat. Ich fange mal an. Also Filiallösung, ich war mit diesem Begriff irgendwie nicht sehr glücklich, weil Filiale, da denkt man irgendwie an Edeka oder Konsum oder sowas. Also uns ist aber kein besserer Begriff eingefallen. Außenstelle klingt auch nicht besonders gut. Also, aber Filiale heißt also, es gibt starke Partner. So. Und die Lösung erschien uns als eine, die sowohl den Anspruch auf Qualität, theoretisch jedenfalls, erfüllen kann, Anspruch auf vernünftige Organisationsfähigkeit einer Schule, also Vertretung, wechselweise, gemeinsames Schulprogramm. Praktisch sieht das so aus, dass wenn in einer Gemeinde oder bei einem Schulträger, muss ich sagen, mehr als eine Grundschule ist und die beide und eine davon unter die Regelgröße fällt, also Regelgröße ist 90, nicht? Oder Mindestgröße ist 90, dann muss diese Schule sich mit einem Hauptstandort verbinden. Also dann gibt es einen Hauptstandort und eine Filiale und möglicherweise sogar auch zwei. Das haben wir offen gelassen. Und diese beiden Schulen werden in dieser Weise verbunden, dass die beiden Schulträger oder auch sozusagen die Schulleitungen sozusagen verschmelzen. Es gibt eine Schulleitung für beide Standorte es ist ein Kollegium, über das wir dann sprechen. So, das muss nicht heißen, dass alle Lehrkräfte hin und her fahren und an beiden Standorten unterrichten müssen, aber theoretisch können. Das heißt, der Fachlehrerbedarf kann auf diese Weise besser gedeckt werden. Auch die Organisation, die wechselseitige Vertretung. Wenn in einer Gemeinde oder in einem Amt nur eine Grundschule ist, dann kann sie erhalten bleiben bis zu einer Größe von 45 Schülern. Die Filialen allerdings, und das ist der Punkt, den wir schlucken müssen bei dieser Lösung, die dann sozusagen einer anderen Schule angeschlossen werden, die verlieren die Klassen 5 und 6. Das heißt, die Klassen 5 und 6 werden an einem Standort konzentriert, weil es da um den Fachunterricht in ganz besonderer Weise geht, um den Übergang sozusagen in die Sekundarstufe 1. Und das war uns ein besonderes Anliegen, den zu sichern und da den Kindern gleiche Chancen zu geben. So, das ist ein Weg, der ein bisschen von dem Filialschulmodell, was es auch in Schleswig-Holstein gibt, abweicht. Aber wir sagen, das ist ein Modell, was tragen kann. Ob es das auf alle Zeiten tut, weiß ich nicht. Es bringt sicherlich auch Schwierigkeiten mit sich, vielleicht auch Unruhe, weil die Eltern der Kinder, die dann in Klasse 5 und 6 kommen, sagen, jetzt muss mein Kind zweimal die Schule wechseln. Also einmal in die nächste Grundschule und dann nochmal wieder in die Sekundarstufe 1. Aber ich glaube, dass es richtig ist, die Klassen 5 und 6 zu bündeln und auch in vernünftige Klassengrößen zu bringen. Ja, bitte. Ich würde gerne auch noch ein bisschen ergänzen. Ja, wir haben tatsächlich theoretisch vier Varianten erstmal dargelegt, wovon wir zwei eigentlich ganz schnell wieder verworfen haben, nämlich die erste und die zweite. Das wäre das Erhalt des bisherigen Systems beziehungsweise die Aufrechterhaltung mindestens einer Grundschule pro Gemeinde oder amtsfreier Gemeinde. Und das haben wir aus diversen Gründen, weil es auch teuer ist und es ist sehr teuer und es bringt letztendlich das System nicht so viel weiter. Das haben wir eigentlich relativ schnell ad acta gelegt.
Mehrheit, ist richtig, ja, nicht alle, aber doch mit einer sehr deutlichen Mehrheit. Und dieses Filialmodell, was Frau Erzigrave jetzt auch skizziert hat, das ist das präferierte Modell, auf das wir uns in dem Sinne mehrheitlich geeinigt haben, dass wir gesagt haben, wir sprechen eine Empfehlung aus, dieses Modell tatsächlich und zwar möglichst schnell auch schon umzusetzen. Jetzt sieht man aber ja an dieser Grundidee, wir haben dann diese ganz kleinen Filialschulen, die nur noch mindestens 30 Schüler haben, in zwei Klassen, erste, zweite zusammengefasst, dritte, vierte, und dann müssen die Kinder den Standort wechseln. Da überlegen wir ja dann auch, was bedeutet das eigentlich für die sechsjährige Grundschule in Brandenburg. Sagen wir damit der sechsjährigen Grundschule AD. Und daran wird eigentlich auch gleich klar, was so ein ganz großer, naja, ich möchte nicht sagen Webfehler, aber ein ganz großes Manko dieser Kommission war. Das ist nämlich, dass der Auftrag von vornherein sich nur auf die Grundschulen bezogen hat. Wir wissen auch, Kindertagesstätten, ganz wichtiges Thema, gerade die ersten Jahre, ist völlig ausgeklammert gewesen, aber wir reden ja jetzt hier über die Schulstruktur und es ist nicht unser Auftrag gewesen, über die Sekundarstufe 1 und 2 zu reden. Wir sind mehrfach an so einem Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, wir können da jetzt nicht weiterdenken. Eigentlich können wir das gar nicht machen. Wir müssen die Sekundarstufe 1 und 2 mitrechnen. Und dann ist uns aber auch entgegengehalten worden, das war aber nicht der Auftrag. Ihr könnt jetzt entweder abbrechen und sagen, können wir das nicht akzeptieren, dann können wir aufhören mit der Arbeit oder wir nehmen den Auftrag, den wir ja im Grunde einmal angenommen hatten, wir machen jetzt weiter, eingedenk dessen, dass es eben eigentlich so ist, dass wir die Sekundarstufen mitrechnen müssen. Und wir haben dann auch bei dem vierten Modell, was wir noch entworfen haben und was dann wir auch letztendlich, wo wir empfohlen haben, dass es im Rahmen von Modellversuchen umgesetzt wird, auch die Schulverbünde, genau, die auch letztendlich auf einem Zusammenschluss basieren mit einer Leitung, einem Kollegium, um eben diesen Austausch und die Organisierbarkeit zu bewerkstelligen, dann aber mit der Empfehlung des Zusammenschlusses mit einer weiterführenden Schule. Das ist, finde ich, auch ein ganz entscheidender Punkt, dass man auch sagt, das, was wir da gemacht haben, bezieht sich erstmal in der Theorie nur auf die Grundschulen. Und es ist auch Bestandteil der Empfehlung gewesen an das Ministerium, möglichst bald tatsächlich auch diesen Bogen weiterzuspannen und die weiterführenden Schulen mit einzubeziehen. Das ist eigentlich die innovativste Lösung, muss man wirklich sagen. Wir haben ja Besuch gehabt aus Südtirol und wir haben überhaupt so ein bisschen über den Zaun geguckt, wie machen das eigentlich andere Länder, andere Bundesländer und eben auch Südtirol, das lag nahe, weil das ja auch deutschsprachig ist. Und diese Schulverbünde sind da schon seit langem erprobt. Man kann nicht immer alles einfach so übertragen, ist mir völlig klar. Aber und dort gibt es auch mehr Ressourcen und mehr Geld, das ist ja eine der reichsten Regionen Europas. Aber das Modell hat uns überzeugt, also mehrere Schulen, auch ganz kleine, zusammenzubinden in einem Verbund mit einem Schulprogramm, einer pädagogischen Arbeit, einer Leitung, wo auch wirklich keine kleine Schule sozusagen im eigenen Saft schmort, sondern wo man sich austauscht und wo wirklich Neues passiert, wo die Kommunen mit einbezogen werden, wo also diese Idee von der Bildungslandschaft auch umgesetzt wird. Aber das geschieht natürlich alles nicht von selbst. Da muss man wirklich Menschen finden, Schulen finden, die dazu bereit sind. Und unsere Hoffnung war, dass es in Brandenburg vielleicht ein, zwei Regionen gibt, wo es schon gute Zusammenarbeit zwischen den Schulen gibt. Und das ist ja der Fall, also in diesen Netzwerken, die sich da gebildet haben, dass man auf der Basis vielleicht etwas aufbauen kann und dass sich Kommunen bereit finden, sowas zu machen. Denn die Schulträger müssen ja dann Verträge miteinander schließen. Das ist alles nicht so ganz einfach, aber mein Eindruck war manchmal, dass da so die Schwierigkeiten gleich in den Vordergrund geschoben werden und das kann sowieso alles nicht klappen und das geht bei uns nicht und in Brandenburg funktioniert sowas nicht. Und ich finde, da muss ein bisschen Mut her und natürlich auch ein Anstoß von oben und auch ein paar Ressourcen. Also das war überhaupt auch Tenor einer wichtigen Empfehlung, dass wir sagen, was wir hier vorschlagen, funktioniert nur, wenn die Landesregierung erstens große Anstrengungen bei der Lehrergewinnung unternimmt, denn das wird nicht so ganz einfach sein, die kleinen entfernten Standorte auch sozusagen den Jugendlehrerinnen und Lehrern schmackhaft zu machen, sie dorthin zu bekommen.
und zum anderen die Ressourcen, die man braucht, um Fortbildung zu organisieren und dergleichen. Also ganz ohne das wird es nicht funktionieren. Zur Lehrergewinnung kommen wir vielleicht später auch nochmal, wenn wir vielleicht etwas sozusagen uns stärker den Fragen der Umsetzung und was für Schritte jetzt folgen könnten oder müssten zuwenden. Herr Seebach, Sie wollten noch zum Modell Filialschule, Verbundschule, glaube ich, etwas sagen. Ja, ich wollte noch was sagen zu dieser Problematik mit dem häufigen Schulwechsel. Ne? Wir haben einige, ich schätze mal so 2 Dutzend Schulen in Brandenburg, wo Grundschule und weiterführende Schule an einem Ort ist, wo auch ein Austausch teilweise stattfindet zwischen den Lehrern. Das heißt, die Grundschullehrer gehen auch mal unterrichten in den oberen Jahrgängen und andersrum. Und was ich dort von den Eltern höre als Rückkopplung, ist ausgesprochen positiv. Das sind nur Einzelfälle, aber ich denke, das könnte vielleicht ein Modell sein, dass man zumindest das anbietet, da wo es möglich ist. Ich sehe schon an Ihrem kritischen Blick, gibt es dann wieder Vorbehalte dagegen von der politischen Seite, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann nur sagen, von den wenigen Schulen, die es machen, habe ich positive Rückmeldungen. Ich wollte an der Stelle aber auch noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Dieses Modell, wir machen da mal ein paar Filialen mit 1 bis 4 und die Rektorin sitzt dann woanders und dann sammeln sich alle Schüler dann fürs 5., 6. Schuljahr dann wieder woanders, ist mal wieder eine Schulreform. Und wir wissen, dass häufig von Seiten der Politik in sehr kurzen Zeiträumen gedacht wird. Wenn man eine Straße sperrt, dann ändern sich sofort die Verkehrsströme. Das ist in Bildung anders. In der Bildung sind Reformen und Prozesse, muss man über mehrere Legislaturperioden denken. Und ich denke, hier sollte das auch entsprechend gründlich vorbereitet werden. Wenn die Lehrer nun Klasse 1 und 2 gemeinsam unterrichten sollen, dann ist das auch ein längerer Prozess, bis das dann auch richtig funktioniert. Wir kennen das ja auch von den Flexklassen. Das ist ja auch nicht überall so glatt gelaufen. Und da würde ich dann eben drauf drängen, dass seitens der Politik entsprechende Ressourcen und auch entsprechend lange Atem dann da reingesetzt wird. Ja, also sozusagen zum Nulltarif hat, wenn ich das richtig gelesen habe, die Kommission ohnehin ihre Empfehlung nicht ausgelegt. Das heißt, selbst die verworfenen Varianten waren mit entsprechenden Beträgen beziffert, auch mit Fragezeichen, weil sich alle Sachen eindeutig kalkulierbar sind. Frau Erzegrave, da war gerade sozusagen der nicht der Vorwurf, aber die Anmerkung im Raum, dass dadurch ein neues Schulmodell eingeführt werden konnte, wenn man 1 bis 4 als Filialschule betreibt und 5 und 6 dann woanders am Hauptstandort sozusagen stattfindet. Ich hatte es etwas anders gelesen. Ich hatte es eher als eine Form der Ermöglichung sozusagen der Aufrechterhaltung einer Schule gesehen, die sonst sozusagen gar nicht mehr existieren würde. Und so, dass man sagt, okay, dann wartet man sozusagen hier die ersten 4 Jahre und zugunsten der Fachlichkeit, der Qualität, der pädagogischen Ausbildung geht es dann eben in flachen 5 und 6 woanders hin, aber ja. Im Grunde ist es ein Programm zur Erhaltung von Standorten, was wir hier vorschlagen. Also die Idee, die Grundschulen mit den weiterführenden Schulen zu verbinden, also mindestens den Oberschulen zu verbinden, das funktioniert ja an etlichen Standorten. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Über 30. Aber wenn wir das sozusagen als Modell vorschlagen, dann heißt, gucken Sie mal auf die Karte in der Uckermark, wo müssen die Kinder dann hin? Also die liegen ja in den Mittelzentren und den größeren Städten, die Oberschulen. Also das ist verbunden mit erheblichen Fahrzeiten und das würde die Landschaft total umkrempeln. Also das kann man sicherlich da machen, wo sich das anbietet und das verhindert unsere Lösung ja auch nicht. Zum anderen müssen wir mal genau auf die Zahlen gucken. Also ich habe nochmal auf Seite 53 unseres Berichtes geschaut, Auswirkungen auf die Zahl und Größen der Schulen. Wir reden hier nicht von einer flächendeckenden Veränderung des Schulsystems. Also da muss man wirklich genau hinschauen. Wir reden von 35 bis 45 Schulen, wo die Jahrgangsstufen 5 und 6 zusammengefasst werden. Also insgesamt sind es 70 bis 90 Schulen, die unter die Obergrenze fallen und von denen wiederum an 35 bis 45 Standorten die Konzentration. Also das ist keine Schulreform, die die ganze Landschaft durcheinander bringt. Also ich finde, das eine widerspricht dem anderen nicht, weil es ist natürlich ein Programm zum Erhalt und wenn man sagt,
Naja, die Schulen würden eben sonst geschlossen, das ist auch eine Veränderung. Dann wissen wir, dass das eine Form von Veränderung ist, die die Leute auch nicht mit Juhu erfüllt. Und das, was wir jetzt machen, ist natürlich eine neue Struktur. Insofern kann man sagen, es ist wieder eine Strukturreform. Und wir wissen, dass auch viele dagegen sein werden. Aber es wird Veränderungen geben und geben müssen. Und dann ist letztendlich die Frage, das Leben ändert sich und dann muss man sich auch anpassen und man muss neue Systeme finden. Und es ist die Frage, welchen Weg man da geht. Und man kann auch eigentlich jetzt nicht sagen, es wäre zu kurzfristig, denn wir wissen so richtig, richtig deutlich werden diese Veränderungen ab den 20er Jahren. Also es ist schon noch ein bisschen hin. Insofern ist es, glaube ich, jetzt auch schon ein guter Zeitpunkt gewesen, das jetzt zu machen. Mal abgesehen davon, dass eben die weiterführenden Schulen noch nicht dabei sind in dem Paket. Natürlich müssen die Lehrkräfte darauf vorbereitet werden, auf diesen jahrgangsgemischten Unterricht. Das kann man nicht sozusagen aus dem Ärmel schütteln. Wir haben aber Erfahrungen damit in Brandenburg, und auf denen man, glaube ich, aufbauen kann. Mir fällt gerade ein, dass bei einer Veranstaltung, auf der ich vor ein paar Tagen war, Vertreterinnen und Vertreter aus Bayern da waren. Es ging um individuelle Förderung, und die haben gesagt, wir haben immer wieder Anträge gestellt in unserer Grundschule auf Jahrgangsmischung der Klassen und das ist uns nie genehmigt worden. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja erstaunlich. Und in anderen Bundesländern beklagt man sich darüber, dass man das jetzt machen muss. Ich glaube, in Berlin ist es ja auch inzwischen eingeführt worden. Und die begründeten das damit, und das teile ich, dass jahrgangsgemischte Klassen eine gute Voraussetzung für individuelle Förderung sind und eine gute Voraussetzung sind, um kooperatives Lernen in Gruppen und Lernen voneinander sozusagen zu etablieren. Also dafür hätte ich gar keine Sorge. Und wir reden ja auch über einen Zeitraum, der noch ein paar Jahre hin ist. Ich würde gerne kurz, bevor wir hier auf dem Podium weitermachen, eine weitere Perspektive aus dem Publikum, bevor wir nachher etwas breiter mit Fragen ins Publikum öffnen, einstreuen. Im Publikum sitzt Frau Mühlens-Hackbart, Vorsitzende des Landesschulbeirates Brandenburg und Leiterin der Grundschule Fichtenwalde, und wollte Sie bitten, sozusagen basierend auf dem, was hier diskutiert worden ist, wo in vielen Dingen ja auch sozusagen die Lehrerschaft angesprochen wurde, zuletzt haben wir gehört, natürlich muss es sozusagen dafür Schulung und Vorbereitung geben, damit jahrgangsübergreifender Unterricht gut funktioniert, wie Sie die Empfehlungen sozusagen in Ihrer Gesamtheit so aufgefasst haben. Ich hatte ja nun auch das Glück, in der Kommission selbst mitzuarbeiten und insofern das Ganze mitzuverfolgen. Und ich glaube, ich würde da ansetzen, wo Frau Erzig-Grawe vorhin sagte, wir brauchen jetzt einfach den Mut, uns auf den Weg zu machen, dort an der Stelle. Und so kann man jetzt die Lehrerschaft als eins sehen, aber ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man sich gemeinschaftlich auf den Weg macht, dass nicht die Schule alleine anfängt, dass nicht der Schulträger alleine anfängt und auch nicht die Landesregierung allein jetzt sagt, so und so läuft das, sondern dass es nur in diesem Verbund, sage ich jetzt mal, dieses Gemeinsame dann tatsächlich geht, diese Ideen und diese Dinge, die hier aufgeschrieben wurden und zusammengefasst wurden, dann wirklich auch dann Wirklichkeit werden zu lassen am Ende. Wir hatten ja das auch als Prüfkriterien, was Sie vorhin schon sagten, zum einen die pädagogische Qualität, dann auch, das ist eine Frage, die natürlich den Lehrern ganz wichtig ist, auch dieser Anspruch an sich selbst, den Anspruch an den täglichen Unterricht und den Anspruch an das, was man am Ende auch erreichen möchte, gemeinsam mit den Kindern, für die Kinder in der individuellen Arbeit jeden Tag. Zum anderen geht es natürlich auch für die Kinder darum, wie weit haben sie es zur Schule? Und dann die Frage für den Schulträger, kriegen wir unsere Schule erhalten dort als Anziehungspunkt, diese Sachen. Und ich denke, ein paar Anknüpfungspunkte laufen heute schon. Das kam vorhin auch schon, dass Lehrer ja auch heutzutage schon pendeln. Denn es ist ja eher die Ausnahme, dass an einer Schule tatsächlich genau so viele Lehrkräfte vorhanden sind, wie dort Stunden jetzt im Prinzip zu geben sind, abzudecken sind und ähnliches. So ist es, seitdem ich Schulleiterin bin, also bei mir in der Schule durchaus üblich, dass entweder Lehrkräfte von einer anderen Schule zu mir kommen oder von meiner Schule an eine andere Schule fahren und dort mit unterrichten.
Und da sehe ich eigentlich den Vorteil bei einer Filialbildung oder meinetwegen auch bei der Verbundlösung, dass man sich ja dann auf den Weg macht und ein gemeinsames Schulkonzept hat, ein gemeinsames Schulprogramm. Im Moment ist es so, dass die Kollegen, die an eine andere Schule fahren, wirklich an zwei verschiedenen Schulen mit zwei verschiedenen Grundprinzipien auch der Schulleitung, des Lehrerkollegiums, der Lehrerkonferenzen sind und sich auf zwei verschiedene Dinge einstellen müssen. Der eine hat die Tradition, was auch immer, eine Projektwoche zu machen. Die anderen haben eine Tradition, bestimmte Projekttage zu machen. Und so müssen sich diese Kollegen auf zwei verschiedene, völlig andere Schulen teilweise einstellen. Das hätte den Vorteil bei einer Filialbildung oder Ähnlichem, dass die Zusammenarbeit hier natürlich noch stärker stattfindet und der Kollege sich auf ein Konzept dann gemeinsam einstellt. Das Gleiche oder eigentlich ein Stück davon wird heutzutage schon gelebt, sage ich mal, auch in Schulleitungen. Auch das ist wichtig, hier noch einen Austausch stattfinden zu lassen. Da haben wir in Brandenburg die Netzwerke, in denen sich ja Grund- und Förderschulen zusammenschließen oder auch zusammengeschlossen wurden. Die Vorgaben gab es ja dort, aber in einer Region, die sich also in regelmäßigen Abständen austauschen, zusammenschließen und auch einfach beraten zu den Themen, die aktuell für sie wichtig sind. Also auch da gibt es zwar Schnittpunkte, aber letztendlich macht es im Moment jede Schule natürlich dann auch so, wie es für die einzelne Schule wichtig ist. Da kommt man dann wieder auf die Region. Dass natürlich auch so ein Konzept, was man dort entwickelt, auch zu der Region passen muss, in der man gerade, in der die Schule jetzt auch steht. Und das ist dann wieder die Stelle, wo auch der Schulträger natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Denn wo liegen auch so die Ziele der Gemeinde, der Stadt, was auch immer dort gerade da ist. Also auch da ist es dann natürlich wichtig, dass die Schule sich mit dem Ort, mit der Umgebung dort auseinandersetzt. Wohin wollen wir eigentlich? Was ist das Ziel? Und andersrum aber auch sich die Gemeinde mit der Schule auf den Weg macht. Also keiner allein, sondern nur diese gemeinsame Variante dann und gemeinsam auch auf was findet, was für alle möglich ist. Und klar muss man dann auch ein Stück weiterdenken, der pädagogische Anspruch, den jeder an sich selbst hat und auch den natürlich durchaus zu Recht auch die Kinder einfach von ihren Lehrern erwarten und mit den natürlich auch Eltern, die Erwartungen, die Eltern auch an die Schule haben, das funktioniert eben nur in der Gemeinsamkeit zum einen, also auch Eltern ist wichtig, dass sie mitarbeiten, zum anderen brauchen wir natürlich auch, müssen wir ein Stück weiterdenken. Ich sag mal, wenn Kollegen natürlich mehrfach unterwegs sind, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer unterrichten und diese wenigen Fächern, die es dann an Schulen gibt, vielleicht auch an mehreren abdecken können, was ja bei der Filiale, wenn wir 1 bis 4 haben, aber in anderen Varianten auch teilweise ist, da muss man natürlich gucken, das sind ja dann zusätzliche Fahrzeiten, also auch zusätzliche Belastungen. Und da sehe ich natürlich für mich als Schulleiterin auch eine Aufgabe der Fürsorge für die Kollegen, die ich dabei habe. Das heißt, das ist natürlich auch wichtig, dass am Ende die Kollegen nicht kaputtgespielt werden, indem sie einfach sich mit vielen Dingen drumherum ja noch auseinandersetzen müssen. Andere Schule heißt ja auch zum Teil andere Elternschaft, andere Elterngespräche und Ähnliches, was man vielleicht in einer eigenen zusammenfassen könnte. Und also sowas ist auch mit zu bedenken und auch für Schulleitung, wenn sie an mehreren Filialen oder für mehrere Filialen zuständig sind. Ich sag mal, es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Grundschulschulleiter, ich sag mal, 20 Stunden unterrichtet pro Woche. Das heißt, am Tag 4-5 Stunden Unterricht hat und dann erst ins Büro geht und die restliche Arbeit macht. Das sind alles so Punkte, die also da unbedingt mit zu bedenken sind und die natürlich auch was ausmachen. Denn wenn nachher einer das zwar aus Leidenschaft macht, aber irgendwo dann auch mal krank wird, sei es Schnupfen, Grippe oder Ähnliches, weil einfach die Abwehrstoffe nicht mehr da sind und einfach man auch mal Knülle ist, dann ist auch das mit zu bedenken und das auch eine Aufgabe, sage ich mal, diese Fürsorgepflicht damit, der mit nachzukommen. Also ich nehme dem einerseits sozusagen an der einen oder anderen Stelle eine Sorge sozusagen um die Kolleginnen und Kollegen, auf der anderen Seite auch eine Chance sozusagen, die Zusammenarbeit zu verbessern, auf andere Füße stellen zu können, auch durch zum Teil größere Kollegien mehr Verlässlichkeit in einigen Dingen reinzukriegen. Die Frage der Mehrbelastung, dass gewisse organisatorische Strukturen natürlich auch mit mehr Aufwand für die Personen verbunden sind, das hat die Kommission doch sicherlich auch reflektiert und sich da wahrscheinlich auch Gedanken gemacht, wie man das gestalten kann, um da auch eher die Chance zu haben, die Lehrenden mitzunehmen. Wie ist da die Diskussion verlaufen?
Also das ist ja, wie Frau Mühlens-Hackbart auch gesagt hat schon, es ist ja schon auch eine Belastung, wenn jetzt rumgefahren wird und so wie es dann künftig sein könnte, hat es ja auch Vorteile, nicht? Also das muss ja deshalb nicht eine Mehrbelastung sein, es ist einfach eine ganz andere Art und durch den dann besser möglichen Austausch zwischen dem Kollegium, also es ist ja dann ein größeres Kollegium, das ist ja auch eine große Bereicherung. Also ich sehe das eigentlich durchaus positiv. Mir ist noch aufgefallen, dass letztendlich es ja vom Landeslehrerrat drei nochmal ganz wegweisende Wünsche gab an das Ministerium. So nochmal, wir haben die eigenen Empfehlungen nochmal zusätzlich formuliert, die auch aufgenommen sind. Und das eine ist gemeinsames Lernen von der Klasse 1 bis 13. Also da hat der Landeslehrerrat, und das finde ich auch ein super Zeichen, ein Zeichen so im Sinne von, wir übernehmen da Verantwortung und sind auch gerne bereit, noch ein Stück weiter zu gehen, nämlich die Landesregierung aufzufordern, ein Konzept für gemeinsames Lernen von Klasse 1 bis 13 zu entwerfen und zweitens mal an Inklusion zu denken. Diese Landesregierung, die Brandenburger Landesregierung, hat Inklusion im Grunde im Sande verlaufen lassen und jetzt vergessen, um nicht zu sagen an die Wand gefahren, aber Inklusion ist irgendwie kein Thema mehr. Und drittens, ein Konzept zu haben für die Gewinnung von Lehrkräften in ländlichen Regionen. Wir haben als grüne Fraktion zum Anfang der Legislaturperiode eine Studie in Auftrag gegeben zu eben diesem Thema. Und es ist eigentlich in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, wie wichtig das ist. Und diese drei Punkte, gemeinsames Lernen, 1 bis 13, Inklusion und gutes Konzept zur Lehrkräftegewinnung, das hat der Landeslehrerrat gesagt. So, das ist jetzt von denen noch zusätzlich gekommen und ich finde das eigentlich ein tolles Zeichen, auch von den Lehrkräften im Land zu sagen, ja, ist gut, aber bitte denkt auch noch ein Stückchen weiter. Also ich muss sagen, ich war sehr erstaunt, dass in der Kommission, also der Vertreter, muss man ja sagen, des Landeslehrerrats, also der Vorsitzende der GEW, Herr Fuchs, der Kommission, den Empfehlungen der Kommission voll zugestimmt hat. Allerdings ergänzende Empfehlungen abgegeben hat. Nein, ich bin deswegen erstaunt gewesen, weil ich dachte, es werden ja sehr stark berührt, die Interessen der Lehrkräfte. Frau Mühlens-Hackbart hat eben Beispiele ja genannt. Also sowohl die Schulleitungen als auch die Lehrkräfte, die möglicherweise pendeln müssen, die dafür erwarten, dass sie entlastet werden. Bitte? Ja, wir reden von Schulen, die innerhalb einer Gemeinde oder eines Amtes sind. Also, ja. Gut. Ja. Jemand, der 30 Kilometer zur Arbeit fährt jeden Tag, der sieht das vielleicht so. Aber ich glaube, wenn man an einem Schulvormittag, und wenn das nicht intelligent organisiert ist, möglicherweise morgens in der einen Schule A anfängt, dann für zwei Stunden in die Schule B fährt, dann die Pause nutzen muss, um wieder in die Schule A zu fahren. Das ist schon eine Zumutung. Also darf ich kurz stören? Ich darf Sie bitten, wir öffnen gleich sozusagen ja, für das Moment, Publikum. Moment, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das alles unerträglich finde, sonst hätten wir das ja nicht vorgeschlagen. Ich habe das nur als Begründung dafür genannt, dass die Lehrergewerkschaft da wirklich auch über ihren Schatten gesprungen ist und gesagt hat, wir tragen das mit und wir erwarten allerdings, dass ein Konzept für die Entlastung der Lehrkräfte vorgelegt wird. Und das finde ich schon. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich morgens in Potsdam in meine Schule fahre und da bis nachmittags unterrichte oder ob ich möglicherweise auch nicht am Ort wohne, erst zum Schulort fahre und dann noch pendeln muss. Und die alle gleich zu behandeln, ist vielleicht nicht so sehr gerecht. Darum geht's ja. So, und das finde ich auch legitim, das zu sagen. Also zum Stichwort Inklusion, ich will mich jetzt nicht mit dem Konzept oder mit dem Weg, der hier in Brandenburg beschritten wird, beschäftigen. Das ist ein eigenes Thema. Aber wir haben gesagt, dass natürlich eine inklusive Schule in einem so kleinen System viel einfacher ist, vielleicht überzogen, aber doch gut umgesetzt werden kann in den kleinen Gruppen, die dann sind und den Möglichkeiten zur individuellen Förderung, für die die Lehrkräfte dann hoffentlich auch entsprechend vorgebildet sind, gut sind. Also es kann
im Übrigen nicht sein, dass ein Kind, was auf dem Lande weiter entfernt wohnt, schlechtere Chancen auf eine inklusive Beschulung hat, als ein Kind, was in Potsdam oder in einer Stadt lebt. Das muss ein ganz klarer Grundsatz sein. Ja, das Thema Inklusion ist jetzt sozusagen ja auch nicht prominent in den Empfehlungen drin gewesen. Es ist sozusagen als Merkzettel für die Regierung aufgeschrieben worden, dass da noch was zu tun ist. Auf dieser Merkzettelliste befindet sich sozusagen auch die SEC 1 und SEC 2. Auch das findet sich drin, sodass Folgekommissionen quasi schon ins Haus stehen. Ansonsten findet sich ohnehin auch an vielen Stellen die Aufforderung, doch auch möglichst bald eben auch schon mit der Umsetzung zu beginnen, um nicht sozusagen erst zu warten, bis die Schülerzahlen dann zurückgegangen sind, sondern ich habe das an vielen Stellen sozusagen herausgelesen, dass man im Prinzip jetzt damit anfangen sollte. Und deswegen meine Frage an Sie, wie Sie sich sozusagen diesen Umsetzungsprozess, da würde ich jetzt Herrn Seebach natürlich auch mit, also nicht nur sozusagen die Kommissionsmitglieder, sondern was sollte oder müsste von verschiedenen Akteuren, die da eine Rolle spielen, jetzt geschehen, damit auch sozusagen positive Äußerungen wie einen neuen institutionellen Mut irgendwie auch zu entwickeln und da Chancen zu sehen, auch aufgegriffen werden zu können, um das zu gestalten. Ja, vielleicht kann ich da kurz was zu sagen. Also ich denke, die Eltern sind da durchaus bereit, stärker auch mitzuarbeiten, weil ich hatte am Anfang schon gesagt, dass die Emotionalität da sehr hoch ist, dass eine hohe Angst da ist, abgehängt zu werden, und die Eltern vor Ort machen sich in der Regel viel mehr Sorgen darüber, dass es überhaupt noch Lehrer gibt, die bereit sind, da hinzukommen. Das gleiche Problem haben wir ja auch im medizinischen Bereich, Gesundheitsbereich. Und die Frage der Filiallösung, wie das im Einzelnen organisiert ist, für die Eltern vor Ort erstmal zweitrangig. Und eine ganz wichtige Rolle spielt da auch die Kommune, dass die Kommune vielleicht sich verantwortlich, stärker verantwortlich fühlt für die Schule, dass die Vereine stärker zusammenarbeiten und dass in der Richtung mehr getan wird, um diese Restdörfer, sage ich mal in Anführungsstrichen, die dann noch entwicklungsfähig sind, dann auch attraktiver zu machen. Ja, Stichwort Umsetzung. Ja, also zum einen ist das Ganze auch ein Appell an die Solidarität in diesem Land. Also wenn jeder Bürgermeister oder jede Bürgermeisterin nur auf den eigenen Kirchturm, auf die eigene kleine Schule schaut, Hauptsache, die bleibt erhalten, dann ist für alle gesorgt, dann werden solche Modelle nicht besonders gut funktionieren, die also Verbund heißen über Schulträgergrenzen hinweg. Ich glaube nicht, dass eine kleine Gemeinde, über die reden wir ja, oder ein dünn besiedeltes Amt, auf Dauer die Frage des Bevölkerungsrückgangs und der Folgen, die das Ganze hat, nicht nur im Schulbereich allein wird bewältigen können. Da muss einfach über die Grenzen der Gemeinden her mehr Zusammenarbeit stattfinden. Mit dem, was an Institutionen überhaupt noch da ist. Die Kirche oder eine Jugendeinrichtung oder die Kindergärten. Also wenn diese Einrichtungen sich nicht vernetzen und über die Gemeindegrenzen hinaus etwas machen aus ihrer Region, dann wird die ganze Entwicklung vielleicht noch dramatischer verlaufen. So, und für die Umsetzung stelle ich mir vor, wir haben ja in der Tat gesagt, die Landesregierung sollte anfangen, bevor sie das Ganze gesetzlich umsetzt, schon mal die Frage von solchen Verbünden zu testen und zu erproben und auch Filiallösungen jetzt schon auf den Weg zu bringen, da wo sich das anbietet. Und da gibt es natürlich ein paar Standorte, die möglicherweise sonst auf der Kippe stehen. Und irgendwann das natürlich ganz festmachen, indem man das Gesetz ändert. Aber um das, worüber wir jetzt reden, die Empfehlungen der Kommission, wie soll es eigentlich weitergehen, braucht man schon auch so etwas wie eine Neudeutsch-Kommunikationskampagne, würde ich sagen. Ich würde es gut finden, wenn Teil der Kommission oder auch Vertreter des Ministeriums in unterschiedlichen Runden vielleicht durchs Land ziehen und über diese Empfehlungen sprechen mit den Menschen. Sie erläutern, erklären und jeweils mal gucken, was bedeutet das für unsere Region. Wir haben ja zwei Landkreise gehabt, die wir betrachtet haben, also Uckermark und Elbe-Elster, die wir gesondert untersucht haben, um zu sehen, wie laufen da die Entwicklungen ab.
da hoffe ich auch, dass sich da wirklich, weil wir Vertreter auch mehrfach in der Kommission hatten, dass sich da was entwickelt in Richtung Zusammenarbeit, vielleicht Schulverbünde. Aber man muss das erklären. Die Eltern haben Nachfragen, die Kommunalvertreter fragen, wie soll das gehen, was brauchen wir dann für Verträge zwischen den Kommunen und. Was bedeutet das für die ganze Region? Also man muss ins Land gehen, glaube ich. Das gilt generell für Schulreformen. Also wenn man etwas Großes verändern will, dann braucht man nicht nur einmal eine Pressekonferenz und dann vertraut man darauf, dass sich das schon rumsprechen wird, sondern man muss es unter die Menschen bringen. Noch eine kleine Bemerkung, bevor Marie-Luise von Haarlem sozusagen etwas zur Umsetzung und zu diesen Prozessen sagt. Als solche ist natürlich auch unter anderem diese Veranstaltung sozusagen gedacht, um diese relativ taufrischen, also ich glaube 16 Tage alten Empfehlungen sozusagen, oder 18 Tagen, 18.11. war das, diskutieren zu können. Und diskutieren ist auch ein gutes Stichwort, weil das würden wir Sie gleich auch gerne mit Ihnen. Deswegen würde ich schon mal sozusagen anregen, die Fragen und Punkte, die Ihnen zwischendurch sozusagen unter den Nägel gebrannt haben, schon mal in Frageform zu gießen, gerne in kurze Frageform, weil wir dann sozusagen gleich auf Sie zukommen werden und dann die Diskussion auch mit dem Publikum eröffnen würden. Ja, danke. Ich wollte das gerne nochmal so die Frage, wie geht's denn jetzt weiter, was passiert denn, ein bisschen konkret einbetten in das, was in Brandenburg gerade passiert. Wir haben nämlich nächstes Jahr Landtagswahlen 2014. Das sind im Moment schwierige Voraussetzungen und das führt auch dazu, dass zumindest, denke ich mal, das Ministerium jetzt nicht mehr groß was machen wird. Darüber hinaus haben wir eine Enquete-Kommission im Landtag zur Kommunal- und Funktionalreform. Das heißt, wir werden in der nächsten Legislaturperiode, das ist auch eine Enquete-Kommission, die ein großes Paket geschnürt hat, was letztendlich die ganzen kommunalen Strukturen angeht. Und diese, die ihre Empfehlung, ihren Bericht jetzt auch im Oktober veröffentlicht hat, das ist aber auch gedacht als Voraussetzung für die nächste Legislaturperiode. Und deshalb denke ich, dass im Moment noch nicht viel passieren wird, sondern es werden alle jetzt die Wahlen abwarten, die werden im September nächsten Jahres sein, 2014. Und dann ist es sicher, sehe ich auch, dann ist es Aufgabe des Ministeriums, das in die Hand zu nehmen. Wir haben aber gesehen, wenn wir überlegen, wie wir den Bericht, den hat es ja, wie das in solchen Fällen üblich ist, in verschiedenen Entwurfsfassungen gegeben. Und ich erinnere mich noch sehr genau, mit welcher Kleinteiligkeit die Vertreterin des Städte- und Gemeindebundes ihre Diskussion in einer Sitzung, die die ganze Sitzung im Grunde füllte, stundenlang mit ihren Änderungsvorschlägen, die sie aus ihrer internen Diskussion mitgebracht hat, woraus ersichtlich ist, der Städte- und Gemeindebund, die haben das in ihren Gremien sehr genau diskutiert. Die haben da schon sehr genau hingeguckt. Und natürlich ist es wichtig, wenn es funktionieren soll, dass es alle beteiligten Ebenen zusammen machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Kommunen da schon teilweise auch vielleicht selber anfangen, sich Gedanken zu machen und sich auf den Weg machen und nicht wirklich abwarten, sondern tatsächlich auch darüber diskutieren. Aber so richtig, wenn vor Ort sozusagen genau aufgrund dieser Anregung aber jetzt die Diskussion beginnt. Ich halte das für durchaus möglich jetzt, so wie ich das einschätze. Aber so richtig groß wird wahrscheinlich dann erst nach der Wahl was passieren. Gut, dann warten wir damit bis nach der Wahl. Nicht bis nach der Wahl warten wir mit Ihren Fragen. Es gibt ein mobiles Mikro, was gerne zu Ihnen kommt und ich würde erstmal ein paar Fragen sammeln. Sagen Sie bitte Ihren Namen und eventuell. Mein Name ist Jürgen Breiter, ich beschäftige mich mit gesellschaftlichem Wandel, Social Entrepreneurship und sozialen Innovationen. Gibt es in Brandenburg eigentlich ein paar innovative, spannende Schulprojekte? Wir hören die ganze Zeit eigentlich nur eine verwaltungstheoretische Bearbeitung eines Problems. Aber ich hätte eigentlich nach diesem schönen Film eigentlich auch gerne noch ein paar schöne bunte Flecken aus der Bildungslandschaft aus Brandenburg kennengelernt. Mir ist das zu wenig innovativ und zu viel politische und verwaltungstechnische Probleme. Das andere, am Anfang habe ich so eine Berührungsangst mit den freien Privatschulen gehört. Es gibt unglaublich viele kleine Schulen. Ich hätte gerne gewusst, was können eventuell beide Schulsysteme voneinander lernen? Also gerade wenn es darum geht, kleine Infrastrukturen zu managen. Und ich hatte mir gerade überlegt, es ist ganz stark immer dieser Begriff Sicherung des Fachunterrichts gesagt worden. Ich hatte jetzt ganz spontan die Idee, ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Wenn ich jetzt von, ich weiß nicht, wie viele Schulwochen das Jahr hat, wenn ich das jetzt einfach mal
40, 30 ist einfacher zu rechnen. Wenn ich drei Kernbereiche des Fachunterrichts nehme, dann hätte ich 10 Wochen pro Schuljahr. Und wenn ich dann sagen würde, ich habe Projektzeiträume über 10 Wochen, die jeweils den Kernbereichen Naturwissenschaften oder jetzt Sprachen oder Geschichte zugeordnet sind, dann hätte ich auch eine relativ leichte Möglichkeit, Lehrer rotieren zu lassen und gleichzeitig Stammlehrer zu haben, die sowohl die Vertrauensfunktion erfüllen, als auch einen Stammunterricht zu bilden. Und das könnte man doch, ich finde, 10, 20 Kilometer, man muss die Leute ja nicht unbedingt in 5-Minuten-Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten pendeln lassen, sondern das ist doch eigentlich ein Problem, dass wir versuchen, in ein altes Schulsystem diese Probleme zu lösen. Und vielleicht müssten wir in ganz andere Bereiche denken, wie wir zum Beispiel überhaupt erstmal diese Lehrpläne und diese Mosaikstundenpläne möglicherweise reformieren, die in vielen anderen Bereichen sowieso schon als obsolet und nicht zweckdienlich erkannt wurden. Kola Kuhn, Sie können das Mikro einfach weiterreichen. Ja, ich bleib mal sitzen, in der kleinen Runde kann man jeden auch so sehen. Mein Name ist Hans-Jürgen Kuhn und ich spreche jetzt aber hier als ein Grüner, nicht als jemand, der auch in Teilen des Prozesses da mitgearbeitet hat bei den Empfehlungen, die in ihrer Summe von der Analyse und auch dem, was Sie da an Rahmengebung machen, erstmal ein großes Verdienst darstellen für die Beteiligten und auch vom Auftrag her, dass so früh darüber nachgedacht wird. Aber meine Kritik an dem Konzept ist, dass es in dem Versuch zwischen dieser Trias, jedem Dorf, was eine Schule hat, die zu belassen, die Qualität irgendwie aber doch sicherzustellen und die Wege erreichbar zu machen, in diesem Gestrüpp von drei sich nicht immer vereinbar lassenden Zielen mit zum Teil halbherzigen und unentschiedenen Empfehlungen am Ende rauskommt, weil Kernprobleme möglicherweise nicht zugespitzt diskutiert worden sind. Und ein Kernproblem wäre für mich das, was als Prüfkriterienkatalog ab Seite 41 da im Heft steht, das im Grunde genommen auch mal zu priorisieren. Da stehen alle Prüfkriterien, die wichtig sind, aber nebeneinander und erzeugen eine quasi Gleichwertigkeit. Die Erreichbarkeit der Schule, dass sie im Dorf bleibt, die Qualität soll gesichert werden. Und ich glaube, das Maßstab für Grüne, wenn es um die Frage geht, wird eine Schule erhalten oder nicht, kann wirklich nur die Frage nach der Sicherung der hinreichenden und Mindestqualität für die Kinder, die dort lernen sollen, sein. Und wenn die nicht gesichert werden kann, und das muss man nochmal an Kriterien festmachen, die nicht nur mit der Kinderzahl zusammenhängen, sondern mit der Pädagogik, die da praktiziert wird und mit dem Vermögen des Personals, was man da vor Ort hat. Wenn die nicht gesichert werden kann, dann ist keine Schule schlechter als eine schlechte Schule fortzuführen. Deswegen ist aus meiner Sicht der Aspekt der Qualitätssicherung und der Qualitätsentwicklung an kleiner werdenden Standorten ist das oberste Leitziel und daran müssen sich die anderen ableiten lassen. Die Erreichbarkeitsfrage, finde ich, ist zum Teil deswegen ein Argument und ich finde ein falsches, wenn da vorne steht Dorfschule und die schreckliche Alternative sind 25 Kilometer. Das ist keine schreckliche Alternative. Also Entschuldigung, 25 Kilometer ist jetzt schon für viele Förderschüler, die mit dem Wunsch, eine Spezialschule zu besuchen, weitere Wege auf sich nehmen, längst Thema für andere Kinder, denen es vielleicht schwerer fällt, dahin zu kommen. Und die Frage, wie lange brauche ich dafür, ist doch eine eher technisch-finanzielle Frage. Mit dem jetzigen Schulbussystem wird man die Probleme nicht bewältigen können. Dann hat man 45 und 60 Minuten, weil der Erste da einsteigt, der Letzte ist, der dann am Ende mit angekommen ist. Da muss man sich an Modellen orientieren, wie sie in Norwegen, Schweden und anderswo laufen, wo Eltern per Kontrakt das Recht bekommen, gegen eine Kostenerstattung die Kinder in die Schule oder zum Sammelplatz des Busses zu bringen. Also da gibt es viele technische Möglichkeiten. Niemand muss, auch wenn weitere Schulen aus dem Netz genommen werden, deswegen eine Stunde oder noch länger im Bus sitzen. Das ist sozusagen ein Relikt einer bisherigen Strategie, Transporte zu organisieren. Das Zweite noch als Anmerkung. Also ich finde, es wird immer mythisch und mystisch, wenn die These Verhältnis von Schule und Dorf als Argument ins Feld geführt wird. Und der Städte- und Gemeindebund hat es ja dann zum Teil auch in so Formulierung, wenn die Schule stirbt, stirbt das Dorf und dann gibt es ja noch weitere Überhöhungen. Ich halte das in Teilen für einen Mythos, für den es keine Evidenz gibt. Ich kenne persönlich in der Uckermark zahlreiche wunderbar lebendige Orte, die haben schon lange keine Grundschule mehr und ich kenne Orte, die haben eine Grundschule und da gibt es überhaupt kein Dorfleben. Diese 1-zu-1-Setzung, also die finde ich einfach auch ein demagogisches Argument, weil man genauer hingucken muss, was in einem Dorf lebt da und es ist nicht die technische Struktur, dass da eine Schule auch ist, wo Kinder rangekarrt werden, weil die Kinder aus dem eigenen Dorf sind ohnehin nicht mehr genug, um die Schule zu füllen. Also da muss man auch mal ein paar Abstriche machen, etwas genauer hingucken, bevor das immer so ein Totschlagargument
anerkannt wird. Was bleibt, ist wirklich, wie sichern wir die Qualität an solchen kleinen Standorten? Und da braucht man dann eben Lehrkräfte, weil die machen den Unterricht. Und wenn man die nicht gewinnen kann für die Pädagogik, die nötig ist, von jahrgangsübergreifend, von Epochenunterricht, von allem Möglichen, dann muss man möglicherweise die Konsequenz ziehen und sagen, dann geht die kleine Schule da eben nicht. Oder sie geht dann wirklich nur, wenn eine Mindestgröße an Kindern und damit auch eine Mindestgröße an Lehrern da ist. Und dann muss man Schulen auch fusionieren und woanders hin verlagern und den Transport allerdings aus der Individualperspektive effizient organisieren. Also da, glaube ich, hat die Kommission natürlich in Abwägung diverser Interessenlagen, und die kommen ja dann als Gegenvoten am Ende schon durch. Die Landkreise sehen das zum Teil völlig anders als der Städte- und Gemeindebund. Und das Land hatte auch nochmal eine eigene Meinung, die es in der Kommission aber nicht formuliert hat. Weil das wird sie sich hinterher bilden, die Meinung. Und es ist auch klar, 4 Monate vor der Kommunalwahl, die ist ja viel entscheidender, wird natürlich keiner sich da aus der Deckung wagen und sagen, die Mindestgröße für eine Schule von 1 bis 6, die kann nicht wirklich 45 Kinder sein. Also das ist in Ihrem Land, Frau Erzegrave, ja die Mindestzahl für Klasse 1 bis 4 in der Sonderform, nicht 1 bis 6. In anderen Ländern, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, auch höher für 1 bis 4. Wir glauben, mit 45 Kindern von 1 bis 6 hinreichende Qualität sichern zu können. Und dafür gibt es auch keine Evidenz. Das haben wir in der Kommission auch darstellen müssen. Die Frage, was da in Deutsch und Mathe rauskommt, ist ja nur ein kleines Teilchen des Problems. Alle anderen Fragen von Qualität konnten nicht berichtet werden, weil wir dazu gar keine Daten haben. Von daher bleibt die Frage offen, wie viel Qualitätssicherung unter diesen strukturellen Bedingungen wirklich möglich sein wird. Vielen Dank. Eine Wortmeldung würden wir noch nehmen und dann eine Runde auf dem Podium drehen, würde ich sagen. Oder finden Sie, dass jetzt schon so viel dabei war? Gut, dann vielleicht sollten wir uns die Antworten oder die Reaktionen darauf so ein bisschen teilen auch. Das würde ich auch sehr empfehlen. Ja. Also zunächst mal zu Ihrer Frage, Vorbehalte gegenüber freien Schulen, also die mag es ja bei dem einen oder anderen gegeben haben, das will ich gar nicht bestreiten, also so wie die Kommission zusammengesetzt war. Aber ich bin der Auffassung, dass freie Schulen nicht per se besser oder innovativer sind, aber dass es wunderbare Beispiele gibt, wie dort gearbeitet wird. Also die Jakob-Muth-Preisträgerschule beispielsweise in, helfen Sie mir mal, bitte, in Templin, die ja bundesweit bekannt ist, ist eine freie Schule, die sind vorbildlich in der Organisation von Inklusion und ja, innovative Arbeit. Also es gibt wunderbare Beispiele hier und es gibt auch, glaube ich, sehr, sehr gute innovative Schulen im öffentlichen Schulsystem. Dass man voneinander lernen kann, bestimmten Fragen von pädagogischer Ausrichtung und Organisation von Unterricht und wie geht man eigentlich um mit ganz gemischten Klassen von Jahrgang 1 bis 4. Also überall da findet man Beispiele bei den freien Schulen. Aber nicht überall und nicht sozusagen per se. Die sind ja auch nicht alle gegründet worden aus einem bestimmten pädagogischen Idealismus heraus, sondern auch aus ganz anderen Motiven, wenn ich an die ganzen evangelischen kleinen Grundschulen denke. Da hat die Kirche ein hohes Interesse daran, so etwas zu gründen. Also ich würde diese Gleichsetzung so nicht mitmachen, die so ein bisschen bei Ihnen herauszuhören war. Verzeihung, ja, wir werden live übertragen und wenn Sie ohne Mikrofon sprechen, kann man das im gut, Stream ich kann nicht nur, hören. Ich kann hier nur vom Hörensagen sprechen, vielleicht können Sie dazu mehr sagen. Also ich habe damit keine Erfahrung hier in Brandenburg, wo es sehr viel mehr freie Schulen gibt als in meinem Bundesland, von dem ich sagen kann, dass da ein reger Erfahrungsaustausch eigentlich stattfindet, gerade zwischen den Waldorfschulen beispielsweise und dem öffentlichen System und das öffentliche Schulsystem viel gelernt hat. Aber auch vieles ablehnt, was da stattfindet. Also dieser Austausch, der muss auch sein, weil am Ende die Abschlüsse ja auch gleichwertig sein müssen. Warum haben wir nicht sozusagen die Schule neu erfunden? Das klang ja so ein bisschen bei Ihrer Frage durch, das war nicht unser Auftrag. Und wenn Ihnen das alles zu technokratisch, bürokratisch klingt, ja, das ist es in Teilen auch. Wir mussten uns mit der Situation, wie sie hier da ist, auseinandersetzen. Und dann müssen Sie mal schauen auf die Zusammensetzung der Kommission mit den unterschiedlichsten Interessen, die dort versammelt waren. Denen mussten wir am Ende gerecht werden. Es sollten ja, das war das Ziel, möglichst konsensuale Vorschläge gemacht werden. Es hat ja keinen Sinn, mit knapper Mehrheit da Dinge zu beschließen, von denen man weiß, dass die in der Kommunalszene auf absolute Abwehr stoßen oder von den Eltern nicht akzeptiert werden und dergleichen. Ja, Herr Kuhn, also nun kann man lange philosophieren, was ist Schulqualität? Also das
ist ja ein Mixtum aus allen möglichen Faktoren. Und weder eine kleine noch eine große Schule hat per se sozusagen bessere Chancen auf Schulqualität. Es gibt einen starken Einfluss, wie wir aus vielen Studien, insbesondere aus der Hattie-Studie wissen, der Lehrkraft und wie sie den Unterricht gestaltet und organisiert. Ist eine Frage, welche Methoden eingesetzt werden und. Wir waren nur mehrheitlich der Auffassung, dass je kleiner die Schule ist, und im Grunde ist das ja auch bestätigt worden bei der Rückfrage an die kleinen Schulen, es gibt sowas wie ein, ja, man könnte es ja pädagogisches Minimum für eine Schulgröße nennen. Also, dass die Schulleiter die Schulen haben, wo sie unter 60 Schüler fallen, sagen, das ist nicht mehr gut. Wir haben nicht mehr genug Breite im Kollegium, der Austausch ist nicht mehr gut. Die Schülerschaft ist eigentlich nicht mehr breit und bunt genug, sodass man sagen kann, hier sinkt sozusagen allein durch die Größe irgendwo die Schulqualität. Ja, warum hat man also keine mutigeren Lösungen gemacht? Ja, da muss man sagen, Brandenburg hat natürlich mit dem Modell kleine Grundschule irgendwo einen Maßstab gesetzt. Wenn man da jetzt weggeht davon und sagt, wir setzen jetzt die Mindestgröße herauf, so wie das ja andere auch Länder im Osten getan haben, ich glaube, da fegt ein Sturm durch dieses Land. Also das, ich weiß es nicht, wer sich das hier trauen wird, vielleicht kommt das irgendwann, aber darauf hätten wir dann keinen Einfluss mehr. Man muss, glaube ich, bei Schulreformen immer auch anschlussfähig bleiben an das, was bisher gewesen ist in einem Bundesland. Und man kann nicht glauben, dass man hier sozusagen plötzlich die Welt neu erfinden kann und plötzlich mit ganz anderen Größenordnungen arbeiten und der Raum total entleert wird. Und ich finde, mit Verlaub, Sie machen das oder Sie marginalisieren, bagatellisieren diese Transportfrage. Ich weiß nicht, ob Sie mal mit Schulbussen gefahren sind. Ich habe das mal gemacht in meiner Ministerzeit. Das ist ja gleichzeitig auch der öffentliche Nahverkehr im Übrigen. Also wenn man sagt, ja, man organisiert hier intelligente Modelle mit Elternfahrdienst und Kleintaxi-Transport und was man sich so denken kann. Sowas gibt es bei uns mit den dänischen Schulen, die machen das so. Das ist nicht unbedingt billiger übrigens, aber davon abgesehen, legt es total den öffentlichen Nahverkehr nahe. Denn darauf basiert in Brandenburg der Schülerverkehr. Der ist gleichzeitig öffentlicher Nahverkehr. Wenn Sie den nicht mehr haben, weil eine Linie sozusagen dann... Gibt es den Bus nicht mehr. Ja, dann fährt kein Bus mehr, wenn die Eltern das selbst organisieren oder per Taxi oder sonst wie. Also das hat mich schon als Argument überzeugt auch. Und mit dem mythischen Verhältnis, ja, da gebe ich Ihnen recht, das ist zum Teil überzogen argumentiert worden, auch die wirtschaftlichen Chancen, die mit dem Erhalt einer Schule einhergehen. Also da gibt es wenig Belege dafür. Es gibt eine Studie, die ist dann auch zitiert worden in der Kommission. Es ist mehr ein gefühlter Wert, aber auch gefühlte Werte sind nicht unwichtig. Jetzt haben Sie schon alles angesprochen, aber möglicherweise... Ja, aber möglicherweise... will ich auch noch was sagen. Ja. Genau, das dachte ich mir. Ich bin jetzt seit 4 Jahren im Landtag und mache im Landtag seit 4 Jahren Bildungspolitik. Und wenn es was gibt, was ich sage, das ist eine richtige Enttäuschung, da komme ich auf Sie zu sprechen, dann ist es tatsächlich zu sehen, wie klein die Schritte sind und wie weit man entfernt davon ist zu sagen, man könnte doch eigentlich das alles ganz anders machen. Und dann sieht man, wie schwierig es schon ist, ganz kleine Schritte irgendwie umzusetzen. Und dann gibt es diese grässlichen Wörter von Schulfrieden und lasst uns doch mal in Ruhe und nicht noch eine Schulgesetzänderung. Und dann sieht man, wie unglaublich empfindlich dieses System ist. Und das nimmt einem ja ein bisschen den Wind aus den Seelen. Das ist richtig. Insofern ist es schön, auch immer mal wieder was zu hören von Leuten, die Sachen ganz anders machen würden. Trotzdem bin ich mir im Klaren darüber, dass eine solche Kommission, wie es sie gegeben hat, die kann nur den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Das ist so in einer solchen Kommission. Da kommen nicht die großen Konzepte raus. Und natürlich, in Brandenburg gibt es tolle, innovative Schulen. Es gibt innovative Schulen in freier Trägerschaft und es gibt richtig tolle, innovative Schulen in staatlicher Trägerschaft. Das darzustellen war aber nicht unser Job heute, sondern unser Job ist es, hier gewesen, über Strukturen zu reden. Deshalb, ja, es gibt sie.
Es gibt sie. Verzeihung, dass wir das jetzt nicht mit sozusagen gut, in der Knappheit ging, eines Titels um nicht diese, untergebracht haben. Ja, es ging um diese, um die Kommission, die ihren Bericht vorgestellt hat. Das ist letztendlich der Auftrag hier gewesen. Und ich finde, nochmal zu dem Thema Qualität versus Wege und versus, was bedeutet das eigentlich für ein Dorf? Ja, da ist viel gefühlt und es gibt ganz viele Bereiche und das haben wir ja gesehen, das ist bei der Qualität auch so. Da gibt es auch nicht wirklich eine Evidenz dafür, dass man genau sagen könnte, wann ist sie gut und wann ist sie nicht mehr gut. Aber umgekehrt wissen wir auch, dass es diese Diskussionen in den Dörfern gibt und dass die Leute Angst davor haben und dass sich um die Schule auch viel rankt. Und wir haben alle schon mal was von dem Konzept regionale Bildungslandschaften gehört und dass da gute Dinge daraus entstehen können, die letztendlich Orte auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise befruchten, als nur einfach, dass sie die Schule erhalten. Das wissen wir auch. Und wenn sowas im besten Fall rauskommt, aus den Ergebnissen jetzt dieser Kommission, dann denke ich, wäre das schon ein guter Schritt. Herr Seelbach, Qualitätssicherung an kleinen Standorten wurde aus dem Publikum sozusagen in Zweifel gezogen. Als Eltern wird man auch kein großes Interesse daran haben, dass es zwar eine gute Schule in der Nähe gibt, man die aber sozusagen nicht für sozialisationsfähig hält, weil sie einfach sozusagen nicht die pädagogischen Standards erfüllt, die man erwarten würde. Wie sehen Sie diese Problematik? Also damit verbunden vielleicht auch noch die Anregung, man hätte ja bei den Prüfkriterien, die sich die Kommission gegeben hat, auch eine Priorisierung vornehmen können. Die Frage, wo wäre da sozusagen die Qualität gegenüber dem Schulweg vielleicht auch anzusiedeln und andere Dinge. Ja, ich habe ja versucht, in meinem Eingangsbeitrag das darzustellen, welche Bedeutung die individuelle Förderung hat. Und da sind wir sofort bei der Unterrichtsqualität. Die hat natürlich in der Elternschaft spielt eine ganz wichtige Rolle. Der zweite Strang ist natürlich der Kampf um mehr Ressourcen, um die Voraussetzungen zu verbessern. Und insofern leben wir auch mit diesem Konflikt natürlich, ja, zwischen Qualität und kurzen Wegen. Das ist vollkommen klar. Ich kann das auch gar nicht so generell beantworten, weil das vor Ort jeweils immer anders entschieden werden muss. Und die Freiheit müssen die Gemeinden auch haben. Also die Politik sollte Angebote machen, sollte konkret, wenn es da interessante Innovationen in ihrem Sinne gibt, interessante Schulkonzepte, dann sollte da das unterstützt werden. Man sollte da nicht dogmatisch rangehen. Wir haben das ja gesehen bei den Oberschulen, wohin das führen kann. Teilweise zumindest, wenn man aus ideologisch-politischen Gründen Reformen macht. Und ich denke mal, hier sollte man mit viel Pragmatismus rangehen. Ganz kurz noch zu dem Thema Privatschulen. Ich nehme das mal gerne mit. Ich finde, dass es sowohl innerhalb der Parteien als auch innerhalb der Elternschaft da unterschiedliche Standpunkte gibt. Es gibt da sehr viel Vorbehalte zu Privatschulen, auch wieder häufig ideologisch und mit vielen Vorurteilen belastet. Aber können wir uns den Luxus auf Dauer noch leisten, dass wir neben den staatlichen Schulen noch private Schulen auf dem Land haben, wo wir sowieso das Problem haben, der weiten Wege? Sollte es da nicht vielleicht auch andere Modelle geben, dass vielleicht auch mal eine private Schule in Grundversorgung übernimmt? Darüber sollte man jetzt nochmal nachdenken. Was Sie gesagt haben zu den Projekten und den Fachlehrern, die von Schule zu Schule reisen, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das fordern wir auch. Und ansonsten will ich jetzt erstmal noch das Publikum ranlassen. Okay, bevor wir in die zweite Runde ins Publikum gehen, vielleicht noch kurz eine Frage, die eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, ich weiß es nicht genau, im Stream gestellt hat. Die berührt nämlich die Frage der Privatschulen. Inwieweit wurde die Rolle der Privatschulen durch die Kommission berücksichtigt? Da haben wir hier schon gerade einiges gehört, aber dieser Aspekt ist neu. Insbesondere hinsichtlich der Tatsache, dass für diese keine Mindestgrößen gelten und da diese an die Stelle der staatlichen Schulen treten könnten. Also hier die Frage der substituierenden Daseinsvorsorge, will ich das jetzt einfach mal zusammenfassend nennen. Das wurde ja auch diskutiert, es wurde Kooperation und so weiter. Ja, ich würde da gerne noch einen Satz dazu sagen, weil es ja da tatsächlich, Sie erinnern sich, am Anfang auch eine Diskussion darüber gegeben hat. Und ich habe das von Anfang an auch kritisiert, dass die Schulen in freier Trägerschaft nicht ständig als ständiges Mitglied in dieser Kommission drin waren. Ich finde das einen großen Fehler. Und da will ich jetzt gar nicht in erster Linie über Qualität reden, sondern ich denke, dass das, was Schulen in freier Trägerschaft in Brandenburg auf die Beine gestellt haben, mit all diesen Menschen, die da dahinter stecken, dieses Engagement, was da zutage tritt, das
diese Menschen kann man nicht einfach so vor den Kopf stoßen, dass man sagt, für die wirklich wichtigen Dinge seid ihr nicht zuständig, das machen wir jetzt als Closed Shop. Die waren einmal da und durften einmal teilnehmen, wo es tatsächlich dann ganz konkret um Schulen in freier Trägerschaft geht. Aber es ist ja so, dass diese die Frage mit dem staatlichen Auftrag, das sehen ja die Schulen in freier Trägerschaft ganz anders. Die sagen ja zumindest die größeren Organisationen, die sagen, wir sind groß genug, wir können sowas auch zuverlässig machen und wir sind bereit dazu, diese Grundversorgung verlässlich mit zu übernehmen. Das würden wir gerne tun und ich denke, dass es sehr wohl sinnvoll wäre, auch mit den Schulen freier Trägerschaft da ins Gespräch zu kommen in den ländlichen Räumen. Also Entschuldigung, Frau von Haaland, da muss ich Ihnen widersprechen. Diese Aussage ist nicht gefallen in der Kommission. Wir übernehmen hier sozusagen, wir sind gerne bereit, wir stehen parat, die Grundversorgung zu übernehmen. Das möchte ich auch wirklich bezweifeln, dass das der Fall ist. Doch. Also insbesondere die Kirche hat... Also Entschuldigung, bitte? Ich habe das auch nicht so formuliert, dass es, also ich weiß nicht, wenn es so rübergekommen ist, ich wollte das nicht so gesagt haben, dass das in der Kommission so diskutiert worden ist, aber wir haben eine große Debatte, weil nämlich den Schulen in freier Trägerschaft Gelder gekürzt worden sind in Brandenburg, worüber sie sehr erbost sind. Und da gibt es eine Debatte, die stattfindet, nicht in der Kommission, aber die hat vorher stattgefunden und die läuft auch parallel. Und aus dieser Debatte, die ich auch sehr enge mit verfolgt und geführt habe, weiß ich das. Ich kann Ihnen auch ganz konkret sagen, das ist zum Beispiel die Hofbauer Stiftung und die Evangelische Schulstiftung, die das ganz konkret immer wieder formuliert haben. Nicht in der Kommission, aber sie haben es gesagt. Ja gut, der Unterschied ist aber, dass der Staat dafür Sorge zu tragen hat, dass im ganzen Land ein erreichbares Schulangebot da ist. Und das. Ich bin daran gewöhnt, dass der Staat schon vieles in den letzten Jahren nicht mehr in der gleichen Qualität leistet. Darf ich Sie bitten, das nicht mit Zwischenrufen zu gestalten? Weil aber das man muss jeweils in den Bereichen, wo man Verantwortung trägt, sozusagen sehr genau prüfen, ob ein freier Träger oder ein Dritter solche Aufgaben übernehmen kann. Und solange eine freie Schule eine bestimmte Ausrichtung hat, nämlich sozusagen eine evangelische, christliche Schule zu sein, dann kann sie doch nicht automatisch eine Grundversorgung übernehmen und damit sozusagen jedes muslimische Kind, was auf dem Land wohnt oder ein katholisches Kind oder Kind von Eltern, das auf keinen Fall möchte, dass sein Kind christlich erzogen wird, sozusagen diese Schule als Grundversorgung anbieten. Aber ich finde, wir sollten jetzt diese Frage, weil sie hat mit dem Kommissionsauftrag nur am Rande zu tun, wirklich nicht weiter vertiefen. Aber freie Schulen können Schüler abweisen. Evangelische Schulen hatten bisher kein Inklusionsmodell. Also solche Fragen spielen da schon eine Rolle, sodass ich mich nicht so leicht tue zu sagen, ja, die könnten ja also die Grundversorgung übernehmen. Da wären viele, viele Fragen zu klären. Auch der Status der freien Schulen steht dadurch in Frage. Das muss man einfach so sehen, weil das kann nicht so sein, dass Eltern ihre Kinder dahin schicken müssen, wo ein bestimmtes Modell von Schule mit einem bestimmten weltanschaulichen Hintergrund praktiziert wird. Das würde ich als Mutter auch nicht wollen. Können Eltern so nicht zustimmen. Da muss man sehr genau hinschauen. Gäbe es viel dazu zu sagen, aber es ist tatsächlich nicht das Hauptthema. Sozusagen nicht das Hauptthema. Ich habe mal im Bericht nachgeguckt, da ist auch angegeben, von den 118.000 Schülerinnen und Schülern in Brandenburg sind 9.444 an Schulen in privater Trägerschaft, sodass sozusagen da sicherlich auch unter dem Aspekt Daseinsvorsorge nicht das Hauptaugenmerk lag und gelegen hat. Deswegen würde ich das auch hier aus diesem Diskussionskontext eher weniger im Zentrum sehen und eine zweite Fragerunde zulassen. Peter Selin und Herr Büttner sehe ich. Ja, Peter Selin, ich bin Kollege von Philipp Anthony. Mich interessiert an sich folgende Frage. Ich weiß das nicht, ob das in dem Bericht irgendwie reflektiert ist. Wenn die Schülerzahlen sinken, gibt es eine sogenannte demografische Dividende. Da gibt es so die schöne Debatte. Das heißt, der Finanzsenator oder der Finanzminister spart Geld. Es stellt sich also die Frage, welcher Investitionshaushalt geht denn in diesen Strukturwandel, also des Filialmodells oder des Verbundmodells oder der Anreize, dass Lehrer aufs flache Land gehen. Also man muss ja irgendwas bieten, dass durch ein Qualitätsmodell, in der Filialmodell, Verbundmodell überhaupt, ja, mit Leben gefüllt wird und man will dahin gehen, also jetzt auch als Beschäftigter oder Beschäftigte. Das heißt also, die Frage ist, reflektiert das dieser Bericht, macht er da Vorschläge,
Das ist an sich. Nein, also er sagt, dass die Landesregierung diese Ressourcen bereitstellen muss, aber eigentlich hätten wir sagen müssen, der Landtag. Entschuldigung, also das ist über den das Haushalt. Muss man doch rechnen. Also bitte? Wir haben berechnet, muss man's rechnen. Ja, wir haben berechnet, wie viele Lehrerstellen das ein oder andere Modell kostet. Das ist nachlesbar in dem Bericht. Aber es gibt auch darüber hinaus noch natürlich Kosten, die entstehen werden und die abgedeckt werden müssen. Und ich denke, darüber wird sich das Parlament der nächsten Wahlperiode Gedanken machen müssen und die entsprechenden Mittel bereitstellen. Herr Büttner. Ja, mein Name ist Gerd Büttner. Ich war Geschäftsführer bei dieser Kommission und auch, glaube ich, inhaltlich sehr stark involviert in die ganze Debatte und war im Übrigen in meiner gerade zu Ende gegangenen beruflichen Karriere Schulnetzplaner für das Land Brandenburg, bin also mit den Strukturen relativ gut vertraut. Natürlich haben wir, Peter Selin, uns auch über diese Fragen Gedanken gemacht, auch wenn wir sie nicht quantifiziert haben. Man kann sie auch nicht quantifizieren. Was muss ich da reinstecken, jetzt um Lehrkräfte für den ländlichen Raum zu gewinnen? Wir sind da vor einem Riesenproblem in den nächsten Jahren. Wir haben einen Ersatzbedarf von 10.000 Lehrern bei ungefähr 18.000, die wir momentan im System haben, in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und wir haben jetzt schon Riesenprobleme, Lehrkräfte in die ländlichen Regionen zu kriegen, weil das einfach nicht so attraktiv ist. Und da muss man sich in der Tat also was einfallen lassen in den nächsten Jahren. Das ist auch ein längeres Programm. Da wird man nicht so über so ein paar kleine Maßnahmen, mit so ein paar kleinen Maßnahmen zurechtkommen. Was ich aber noch sagen wollte, war, dass in der Kommission hat man sich auch schon etwas weitergehende Gedanken gemacht über das, was also an also der Versorgung und der Bildungs-, der Grundschulversorgung im ländlichen Raum in den nächsten Jahren möglich sein soll. Die Kommission hat sich durchaus intensiv mit einem Modell befasst, was in Südtirol momentan da ist. Das ist ein Verbund von eben größeren, von mehreren beteiligten Schulen, von bis zu 10 Schulen, 10 kleinen Schulen, die, ich habe mir das auch selber angeschaut im Sommer, wo man einfach, also 10 Standorte eine Schule bilden und mit mehreren Filialstandorten und mit einem relativ großen Kollegium, mit einem relativ einheitlichen Schulprogramm, mit gemeinsamen also Vorstellungen von Schule. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und das ist etwas, was, glaube ich, für Brandenburg auch attraktiv sein könnte. Denn wenn man bedenkt, dass die Schülerzahlen um bis zu 50% oder mehr in diesen Regionen zurückgehen werden, dann wird die Dorfperspektive in Zukunft für dieses Land keine wirklich zukunftsfähige Perspektive mehr sein können. Das geht einfach nicht. Wenn ich dann noch, also man muss ja auch immer bedenken, also in diesen Einheiten, die wir da betrachtet haben, die bestanden ja, die bestehen heutzutage immer noch, also aus kleinen Gemeinden zusätzlich oder also Gemeindeteilen. Das ist ja so eine, wenn ich eine Gemeinde in der Uckermark habe, die besteht eigentlich aus 5 bis 8 Ortsteilen nochmal. Und in jedem Ortsteil wohnen ein paar hundert Leute. Und da habe ich dann in der Mitte vielleicht eine Schule und diese Schule halbiert sich in der nächsten Zeit. Vor dieser Perspektive muss man doch sehen, dass man nur über wirklich kommunale Verbünde, wo man ein gemeinsames Selbstverständnis entwickelt, das über die eigene Gemeinde hinausgeht, überhaupt noch eine Chance hat. Und das, da gibt es ja auch viele Ansätze inzwischen, also von kommunalen Bildungslandschaften, die eben nicht nur die Schule einbeziehen, sondern ganz verschiedene Bildungseinrichtungen. Und das ist meines Erachtens eine Perspektive, das hat ja auch die Kommission empfohlen, dass man sowas probieren sollte. Das ist meines Erachtens eine Zukunftsperspektive und dieses Verbundmodell, also dieses Filialmodell, das da vorgeschlagen hat, das kann dafür eine Übergangsperspektive aus meiner Sicht sein. Dahinter eine weitere Frage. Sie können das Mikro nach hinten geben. Danke.
Ja, mein Name ist Katrin Kantak und ich komme aus dem Projektverbund Cobranet aus dem Land Brandenburg, aus der Landeskooperationsstelle Schule Jugendhilfe. Und mich, ich habe noch mal eine Frage, wie das in der Kommission gewesen ist. Also eine Aussage ist ja jetzt, dass Sie sagen, wir wünschen uns, es wird breit diskutiert und es finden sich Menschen, die das offensiv angehen wollen. Und da möchte ich auch aufgreifen, was Sie gesagt haben. Ich halte das nur für, also möglich, dass Regionen sich auf den Weg machen, wenn sie es gemeinsam tun. Die Kommune gemeinsam mit den Eltern, die Bestandteil der Kommune sind, also den Bürgerinnen und Bürgern und den Schulen und dem dortigen Personal, was ja in der Regel in diesem Sprengel auch wohnt. Also das sind ja selber auch Bürgerinnen. Und ich erlebe, dass sehr viel in der Bildungsdiskussion im Gegeneinander der Kommunen, also untereinander ganz, also bei der letzten Schulschließung, da gab es ja extreme Kämpfe, aber dann eben auch nochmal mit dem Land, im Kampf mit dem Land, mit den Schulämtern und so weiter passiert ist. Und meine Frage ist, die Kommission ist von der Zusammensetzung aus meiner Sicht sehr sinnvoll gewählt, weil eben verschiedene Ebenen und auch also verschiedene Organisationen, die dabei wichtig sind, saßen. Ist denn zu erwarten, dass dieses Ergebnis, zum Beispiel wenn man es jetzt, dieser Vorschlag, wenn man ihn in Regionen vorstellt oder in einem Landkreis oder so weiter, von Menschen dieser Kommission auch getragen wird? Oder würden wir dort einen Hahnkampf erleben um diese Empfehlung? Also sind die gemeinsam jetzt wirklich auch gemeinschaftlich getragen von Menschen dieser Kommission? Oder würde man dann erleben, dass meinethalb der Städte- und Gemeindebund oder andere da schießen und sagen, also macht das bloß nicht und lasst euch nicht auf die Empfehlung ein, oder ist das ein gemeinsam getragenes Produkt? Das kriegt man ja nicht mit, wenn man das Ergebnis sieht. Ja, doch, im Grunde schon. Also das können Sie auch in dem Bericht nachlesen. Aber es gibt zwei Sondervoten, sogenannte Sondervoten. Das eine vom Gemeindetag, heißt es hier, Städte- und Gemeindebund, heißt auch in jedem Bundesland anders, Städte- und Gemeindebund. Die wollen, dass überhaupt keine Schule geschlossen wird, dass auch die Größe, die Mindestgröße bis auf 30 runtergehen kann. Also die haben präferiert die Variante 1, sozusagen Erhalt des Status quo. Und sie warnen davor, also auch die Zahl 10 bis 20, die ja 10 bis 20 Schulen, die unter Umständen geschlossen werden müssen, bei unseren Vorschlägen irgendwie zu marginalisieren. Auf der anderen Seite der Landkreistag, der hat auch ein Sondervotum abgegeben. Es geht aber eher in die entgegengesetzte Richtung. Sie sagen also, der Vorschlag, der hier gemacht wird, ist nicht nachhaltig und zukunftsfähig. Wir werden zu stärkerer Konzentration kommen müssen. Also auf den Punkt gebracht ist es das. Es wird also sehr darauf ankommen, wenn Sie beispielsweise in der Uckermark sagen, also in einer bestimmten Region, wir organisieren hier mal als Gemeindevertretung oder als Schule eine Veranstaltung, wo alle Akteure eingeladen werden, und wir holen uns jemanden aus der Kommission, der uns mal Rede und Antwort steht und uns nochmal erläutert, was es denn eigentlich beabsichtigt, dann denke ich, wird der oder diejenige schon sagen, also ich stehe nicht wirklich zu den Ergebnissen, das mache ich nicht, oder wird sagen, ja klar, das trage ich mit. Und die Liste ist ja öffentlich der Mitglieder und die sind alle erreichbar, und über das Ministerium kann sicherlich auch nachgefragt werden. Also das ist eigentlich meine Hoffnung, dass sich trotz Kommunalwahlkampf oder vielleicht gerade wegen Kommunalwahlkampf, ist das ja ein Thema, so etwas entwickelt, dass vor Ort wirklich darüber diskutiert wird. Und solange keine Sicherheit da ist, wie geht es eigentlich weiter, ist natürlich dieser Kampf um die eigene Schule das Dominierende in so einem Wahlkampf. Wenn man aber weiß, aha, das könnte in so eine Richtung gehen, okay, dann diskutiert man vielleicht schon etwas gelassener und auch sachorientierter. Also wenn man noch dazu rechnet, dass auch die CDU ein Sondervotum abgegeben hat, was letztendlich in die Richtung geht, möglichst das Schulsystem so aufrecht zu erhalten, wie es im Moment ist in Gänze, die FDP sich herausgezogen hat, also dann bleiben ja auch nur noch die SPD, die Linken und wir Grüne übrig, dann reduziert sich das der Kreis derer, die da das auch positiv im Sinne der Kommission oder der Mehrheitsempfehlung darstellen würden, natürlich noch ein Stück.
Ja, ich wollte noch kurz zur finanziellen Situation sagen, dass der Demografendividende ist ein schönes Argument, aber das Gegenargument ist dann gleich, die Bevölkerungszahl nimmt ab und die Steuereinnahmen werden um 20% sinken im selben Zeitraum. Ich denke, wir müssen uns ganz klar dafür entscheiden. Wir haben ja ein Problem und es muss mehr Geld da reingesteckt werden. Es müssen Möglichkeiten gefunden werden, die Lehrer da auch hinzulocken, will ich mal so salopp sagen. Und nicht nur auf die Schiene fahren, das sind Beamten, die werden da zwangsversetzt. Ne? Ich denke, dass in der Richtung muss es gehen und dafür müssen wir uns ganz klar entscheiden. Ja, die Lehrer da hinzulocken, das ist ja auch etwas, was in den Empfehlungen auch drinsteht, dass das Land sich sozusagen dort einen Zugriff, ein Konzept entwickeln müsste, wie das gelingen kann, weil sicherlich die klügste Schulstruktur oder die klügste Anlage von Schulen letztlich dann dysfunktional sein wird, wenn es keine Lehrkörper gibt, die, und wir haben den Ersatzbedarf gehört, wie in den nächsten Jahren beziffert wird, die dort gerne unterrichten wollen würden. Ich würde noch einmal kurz ins Publikum gucken, ob es da noch Fragen gibt. Ich sehe das nicht und würde dann einfach eine kleine Schlussrunde machen. Doch, Verzeihung, habe ich Sie übersehen. Es gibt noch eine Frage. Sie hatten anfangs ja gesagt, von 36.000 Geburten auf 10.000 Geburten innerhalb von 4 Jahren. Nein, nicht 4 Jahren. Doch. Von Mauerfall bis Mauerfall 2020. 36.000. 2030. 93 waren es. Aber das ist ja eine so brutal rasante Entwicklung, dass wir das, was Sie beschrieben hatten, dass die Veränderungen nur in kleinsten Schritten und Dosen akzeptiert werden, eigentlich dazu führt, dass uns die Entwicklung überrollen werden. Also ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass die Veränderungen wesentlich schneller und auch tiefgreifender gehen müssen. Und die andere Frage mit den freien Schulen. Was ist denn zum Beispiel mit den Gemeinden, wo Bürger und Bürgerinnen sich Genossenschaften zusammengeschlossen haben, gegründet haben, um zum Beispiel ihre Freibäder zu retten? Es gibt ja viele schöne Beispiele aus bankrotten Kommunen, wo sowohl Bürger und Bürgerinnen solidarisch und zwar nicht dogmatisch, religiös oder sonst was besetzt, einfach in ihrem eigenen Gemeinwohl für ihren eigenen Gunsten aktiv werden. Und das sind die Schulen der Zukunft, von denen ich rede, wenn ich sage freie Schulen. Ich bin weder liberal noch grün, aber ich frage mich, wie gehen wir diesen massiven Problemen, die jetzt schon bekannt sind, einfach nicht mit so kleinen Lösungen entgegen, die Probleme von morgen sein werden. Weil das, was Sie jetzt heute alles beschrieben haben, wird in 5 bis 10 Jahren schon wieder ein neues Problem sein. Warum fangen wir nicht endlich mal an, die Dinge, die verändert werden müssen, radikaler zu denken? Wir haben die Zeit doch nicht mehr. 10.000 Geburten noch 2030, auf 25% reduziert. Da können wir uns doch vorstellen, da gehen die Lichter in den Dörfern aus. Da können wir die Infrastruktur, wenn wir bis dahin nicht autarke Energiesysteme gefunden haben, können wir gleich die Lichtschalter auch noch demontieren. Also wir müssen noch ein bisschen progressiver und auch ein bisschen radikaler denken als das, was ich jetzt heute Abend hier erfahren habe. Es tut mir echt leid. Ja, ich kann das verstehen, aber radikal denken darf man immer, aber radikal handeln kann man in Bezug auf Schule und Kinder nicht. Das sage ich Ihnen aus 11 Jahren Erfahrung als Bildungsministerin. Das findet keine Akzeptanz. Und Sie können natürlich vor Ort Dinge in die Hand nehmen selbst und etwas verändern und das habe ich auch an vielen Stellen beobachtet und das ist oft zum Guten. Aber ein Freibad kann man vielleicht als Genossenschaft führen, aber niemand ist gezwungen, dahin zu gehen, im Gegensatz zur Schule. Ich glaube also, nicht, dass die Leute so dumm sind, dass sie das nicht wissen. Die haben ja eine Geschichte schon hinter sich. Und dieses Land hat eine Geschichte hinter sich. Das muss man auch sehen, bevor man so rangeht, wie Sie das jetzt tun, im Denken. Ja, muss man radikal jetzt die Dinge verändern. Also dieses Land ist gebeutelt, was die Entwicklung von Schulen und Schließen von Standorten und Wegzug von Einwohnern und Abknicken und Einknicken von Geburtenzahlen angeht. Also da kann man nicht einfach jetzt sozusagen dasselbe nochmal wieder tun, sondern man muss behutsam daran gehen. Und wir betrachten jetzt einen Zeitraum, oder sind jetzt in einer Phase hier, wo noch 4 Jahre lang ungefähr die Zahlen stabil bleiben, über das ganze Land hinweg.
Aber es gibt viele Standorte, die man sich genau jetzt angucken muss. Und das ist die Verantwortung vor Ort und in der Bildungsverwaltung, zu sagen, hier können wir nicht die Dinge einfach laufen lassen, sondern hier müssen wir schon mal anfangen mit vernünftigen Lösungen. Und das ist mein Appell an alle Beteiligten. Hier gibt es nicht den radikalen Schnitt, sondern eine Entwicklung, die behutsam und vernünftig geplant wird. Und so schön das ist, also in der Pädagogik und in der Entwicklung auf den Dörfern solche, quasi revolutionären Ideen den Menschen nahezubringen. Haben Sie das mal versucht, in so einer Gemeinde vor Ort überhaupt Sie davon zu überzeugen, so ganz neue Schritte zu gehen in Bezug auf manche Dinge, was Schulentwicklung etwa angeht? Das ist nicht so ganz einfach, wie Sie sich das denken. Und scheitert schon manchmal an den Gruppentischen. Ja, ich bin wirklich kein mutloser und pessimistischer Mensch, aber inzwischen mit einem gesunden Pragmatismus. Und ich glaube, das, was wir da vorschlagen, das ist dann zugleich mein Schlusswort, ist eine zugegebenermaßen pragmatische, aber ich glaube, auf eine ganze Zeit gesehen tragfähige Lösung. Und ich glaube, dass während der nächsten 15, 17 Jahre man sich neue Gedanken machen muss, wie es dann weitergeht. Denn die Entwicklung wird nicht stehen bleiben, vermutlich. Ich würde Ihnen gerne auch noch ein kleines bisschen den Wind aus den Segeln machen, weil was Sie skizziert haben, ist ja zur Hälfte schon passiert. Und wir haben jetzt den Einbruch so ab 2017 bis 2030 von 19.000 auf knapp 10.000 Geburten. Also da kommt dann nochmal die Reduktion um die Hälfte in diesen ländlichen Regionen. Ich denke, dass das sicher jetzt irgendwie nicht so der richtig große innovative neue Wurf ist, aber dass es ja letztendlich total wichtig ist, dass da was Gutes draus wird, dass es einen Anstoß gibt in die Region und dass letztendlich in den Kommunen, das ist mir auch wahnsinnig wichtig gewesen, immer wieder bei den Formulierungen jetzt dieser einzelnen Varianten, das sind letztendlich die Kommunen, die das entscheiden und auch zum Beispiel, wenn es dann über kommunale Grenzen Verbünde oder Filialbildung über kommunale Grenzen hinweg gibt, dann müssten das die Kommunen unter sich letztendlich, müssen sich Modelle finden. Und es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Kommunen auch tatsächlich nochmal tollere und innovativere Ideen irgendwo her haben und tatsächlich weitergehen. Und was der Landeslehrerrat jetzt angeregt hat zum Beispiel, das macht ja auch nochmal deutlich, wir können sehr wohl nochmal weiterdenken. Das ist erstmal eine pragmatische Handreichung und letztendlich steht und fällt es ja damit, was die Leute vor Ort auch wollen. Und ich denke, das ist auch richtig wichtig, dass diese Diskussionen vor Ort stattfinden. Herr Seelbach. Sind wir schon beim Schlusswort? Wir sind beim Schlusswort. Sie sind okay. Bei 8 Uhr. Bei 9 Uhr und dem Schlusswort. Ja, also ich muss sagen, es wurde ja hier geäußert, man hätte jetzt Angst vor dem Wahlkampf. Also ich bin da ganz optimistisch, ich sehe das ganz anders. Gerade im Wahlkampf, denke ich, haben wir doch die Möglichkeit, hier was zu erreichen. Das ist also zumindest meine Erfahrung. Und wenn man sich mal 2 Jahre zurückschaut, als Frau Dr. Münch angetreten ist, mit der ersten Presseerklärung, sie wollte Sparministerin bleiben oder werden. Und was ist danach passiert? Wir haben 133 neue Lehrer eingestellt für die Pilotschulen Inklusion. Wir haben 100 neue Lehrer eingestellt für Vertretungsreserve. Also die Regierung ist da so ein bisschen über ihren Schatten gesprungen. Und ich hoffe, dass da im Wahlkampf noch ein bisschen mehr geht. Also hier bewegt sich auf jeden Fall was. Und der Trend geht also auf jeden Fall pro Bildung. Ich hoffe mir, dass in Zukunft ein Schuss mehr Pragmatismus reinkommt, dass man ein bisschen wegkommt von vorgefertigten ideologischen Mustern. Das betrifft nicht nur die Parteien. Ich denke, da muss die Elternschaft auch noch ein bisschen dazu lernen. Da gibt es nämlich auch sehr viele Vorurteile. Und dann könnten wir auch diese Probleme einigermaßen verträglich lösen. Vielen Dank. Ich danke meinen Mitdiskutantinnen auf dem Podium sehr herzlich für Ihre Beiträge und Ihnen für Ihre Beteiligung. Und wir können die Gespräche jetzt draußen weiterführen bei einem Glas und einer Brezel. Vielen Dank.